Hallo Leute und willkommen zu meinem 200 Abonnenten, 200 Fragen Dingsbums Special. Wie gesagt, es handelt sich schon angekündigt um ein FAQ Special mit 200 Fragen. Ob sinnlos, ob sinnvoll, das weiß ich nicht. Ich kenne die Fragen nicht. Die kennt nur die hier. Die, hallo! Wie links schon auf dem Dings steht, seht ihr oben Miyako und drunter Haruna Suzumaki. Sie ist meine Interviewerin. Sie macht jetzt hier voll einen auf, wie hieß die, Reporterin bei Benjamin Blümchen? Carla Kolumna! ja, und macht sensationelle Interviews. Ja, ja. Und nun ja, ihr seht hier ein Bild, das total toll ist, was als Schwarz-Weiß-Bild irgendwo zu finden war. Hier in meinem Scanner und so und dann nicht koloriert habe und total toll ist und bla und auch schon überall hochgeladen habe, aber Wayne. Download, nope. Haha, Unikat, meins. Ja. Außer bei deinem Büro. Ha, Hust. So, auf jeden Fall fangen wir einfach direkt mal. Nein, fangen wir noch nicht. Erstmal ein bisschen was anzukündigen ist nämlich. Danke Leute, wir 200 Abonnenten! Finde ich total geil, dass 200 Leute meine total draufgeklatschten Videos gucken, an denen ich total viel Spaß habe und so. Und dafür hat das draufgeklatscht keinen Sinn gemacht. Nyan-Cat! 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 Nein, okay. So, würde ich sagen, statt erstmal mit Fragen... Wenn wir jetzt weiter mit Nyan-Cat machen, wird es kein Abo-Special mehr. Wird ein Nyan-Special. Na gut. Okay, und... schauen wir mal, ob alles bereit ist. Ich habe hier meine Marissa Plüschi mit meinem Yomu-Schlüsselanhänger, meinem Rin Kagamine, meine Apple War Dingsbums Anstecker, den ich vom Japan-Tag bekommen habe. Meine Interviewerin, die darf ja natürlich nicht fehlen. Ja. Zu viele Fragen. Jo. Und Eistee. Also, ich würde sagen, wir haben alles da. Und das heißt, wir starten jetzt einfach mal mit der ersten Frage. Kategorie. Ach, Wayne, lies einfach vor. Okay. Wie groß bist du? Wie groß ich bin? Sagen wir 1,63. Kleiner als Sui. Ich habe übrigens ein Bild mit ihm. Wirklich kleiner. Aber wie groß ist Sui? 1,70 oder so. Okay, ich bin auch kleiner als Sui. Okay. Wie alt bist du? 15 und 10 Monate. In 2 Monaten werde ich 16 und dann... Ja, dann verändert sich nichts, außer dass ich ein Jahr älter bin. Bist du hyperaktiv? Ja. Wirklich nachgewiesen, diagnostiziert, alles Mögliche. Ich bin hyperaktiv, genauso wie mein Vater. Okay. Nur bei meinem Vater kommt das nicht so durch, weil er eher fertig ist von der Arbeit und keine Zeit zum Ausrasten und hyperaktivitätig sein. Fail. Oh, okay. Hyperaktiv sein hat. Hast du Haustiere? Ich hasse kein Haus. Nein, also haben. So, ich habe eine Katze, die heißt Chila und die mountst mir immer die Aufnahmen. Manche Aufnahmen muss ich wirklich dreimal aufnehmen, weil meine Katze hinten sitzt und macht Miau! Nyan-Cat! Nein. Nee, Nyan-Cat habe ich nicht zu Hause. Schade. So, was habe ich noch an Haustieren? Mein Vater ist ein Terrarier, wie soll man es sagen? Also hier Terra, der macht hier viel mit Echsen, Schlangen und so ein Krams. Mhm. Aber näher möchte ich das nicht erläutern. Lol. Okay. Sorry, ich musste gerade was trinken, weil sonst kackt meine Stimme nicht ab. Kleiner Einschub, wir haben noch draußen eine Voliere für Papageien. Bald toll. Woohoo. Wo wohnst du? Sollte ich das genau sagen? Könnte ich machen. Ihr könnt mich dann besuchen kommen, Wayne. So wie die ganzen kleinen Kiddies an Halloween. Da kann ich euch eine kleine Geschichte... Nein, später dazu. Also, nein, das werden wir jetzt nicht näher erläutern. Ja, also, wo wohne ich? Ich wohne in Deutschland. So, toll. Ah. Und das werden wir jetzt näher einschränken. Ich wohne in... nun, ja, im unteren Teil von Deutschland. Ich wohne neben dem Saarland, das heißt, in Rheinland-Pfalz.
dann wohne ich dort in einer Großstadt, beziehungsweise in einem Dingsbums, keine Ahnung, da steht so ein schwarzes Tor, das nennt sich Porta Negra und nennt sich Trier, also die Stadt. Heißt Trier, oder, warte, lass mich überlegen, Augustum Treverorum hieß das irgendwie wie früher, keine Ahnung, total Wayne. Auf jeden Fall in der Nähe von Trier, in einem Städtchen namens Wittlich, was ein Mittelzentrum ist, bla bla bla, Erdkundekenntnisse vortäuschen. Jo, und da wohne ich, ach komm, die Straße sage ich jetzt nicht, ich wohne einfach in Wittlichstadt. So. Du wohnst in einem Haus. Wenn man das ein Haus nennen kann, die Wände sind grün. Meine Wände sind gelb, rot und weiß. Meine sind gelb. Weiß, grün und voll mit Postern. Ja, yeah, Poster. Ja, ich habe auch zwei riesige Poster. Nyan Cat. Wir haben es heute echt mit unserer Nyan Cat. Nyan. Okay. Hast du Geschwister? Ja, ich hasse meine Geschwister. Nein. Also, ich habe eine kleine Schwester und einen Halbbruder und eine Halbschwester. Zum Alter der meine Schwester ist 7 Jahre oder schon 8? Ich hab's vergessen. Alle Leute wissen immer nie, wie alt ihre Geschwister sind. Nein, ich weiß es. Meine Schwester ist 7 und in 2 Jahren ist sie 9, dann ist sie erst dumm. Naja, und mein Halbbruder und meine Halbschwester sind beide schon 20 und wohnen in Thailand. Wow. Okay, wieso steht das in dieser Kategorie? Egal. Was ist das schwerste Spiel, das du je gespielt hast? Schieb's in die andere Kategorie. Du hast vorhin gesagt, das Kategorie. Ja, gut, okay. Also, wir wollen ja kein Kategorienhopping betreiben. Haha. 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 Ha. So, das schwerste Spiel, was ich je gespielt habe. Das schwerste Spiel, was ich. I Wanna Be the Shrine Maiden 2. Wird niemals als LP kommen. Und auch keiner dieser verfickten Vorgänger. Moment. Piep, Vorgänger. Nyan Cat. Yay. Moment, das muss es mal geben. Nyan Cat Racer. Für die Wii am besten. Yeah. Und dann so die ganze Zeit die Melodie. Nyan, 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 nyan. Oh Gott. ja, okay. Kannst du Japanisch sprechen? Nein. Ich werde es aber lernen. Ich werde es sowieso lernen müssen, weil ich habe später vor, Japanisch zu studieren auf dem Bonner hier, auf der Bonner Universität. Weißt du, was Hallo auf Japanisch heißt dann? Konnichiwa. Nein, ja, okay. Das war einfach. Okay, was für Musik hörst du? Was für Musik ich höre? Ich könnte jetzt meine Playlist... Nein. Also ich höre Toho, weil wegen total geil und so. Vor allem das neue Album ist geil. Yeah! Von Violet. Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall Toho höre ich. Dann höre ich viel Alternative. Dann auch ein bisschen Rock, so ein bisschen... Ach, wisst ihr was? Einfach alles, was in meinem Oso-Ordner drin ist. Wollt ihr das wissen sollt? Keine Ahnung. Einfach so ein Kram halt. Und seit neuem, dank Julians Blog, habe ich auch mal in ein paar Rapper reingehört. Aber gucke ich nicht, höre ich nicht aktiv. Aber sonst nichts. Singst du gerne? Also da könnten wir jetzt die Konfi fragen. Ja, wenn die Konfi gerade da wäre. Ja, tue ich. Ich singe gerne und das ärgert die meisten Leute so zu Tode, dass sie die Konfi verlassen, beziehungsweise aus dem Fenster, nein. Nein, das wird niemand aus dem Fenster springen. Doch, Nyan Cat. Na gut, okay. Ja, ich singe gerne, aber ich singe euch nichts vor, beziehungsweise noch nicht. Vielleicht mal ein Special. Wer weiß. Du hast ja deine LPs oft genug, ne? Ja, tue ich ja. Vor allem Scarlet Emerald kann ich euch empfehlen, wenn ihr meinen Fail-Gesang hören wollt. Hast du viel gesungen? Voll die Werbung. Schleichwerbung. Okay. No, thank you. Schön. Okay.
Wie nah wohnen du und Kizuna zusammen? Das ist jetzt eine Frage, die ich eigentlich nicht... Ach, war, komm, das kann ich sagen. 102 Kilometer und ein paar gequetschte. Hm. Und wie oft besuchst du sie? Ich habe sie bis jetzt einmal besucht. Und ich habe es auch in nächster Zeit irgendwann mal wieder vor. Grins. Was isst oder trinkst du am liebsten? Eistee. Abgesehen von Eistee. Ach, verdammt. Wer hat diese Klausel gestellt? Sag's mir. Der bekommt einen Kommentar von mir. Ja, ich. Lame. Ja, gut, okay. Was esse ich gerne? Ich esse gerne Chicken McNuggets. Und Chips. Nicht zu vergessen Chips. Ja, die habe ich aber jetzt nicht hier. Also, Chicken McNuggets, Chips esse ich gerne. Pizza, mein Lieblingsessen. Ja. Oh cool, zeig den Finger, als ob Pizza... Nein. Und was trinkst du am liebsten? Eistee. Nein, ja. Außer Eistee trinke ich gerne Cola, wenn es sein muss, auch mal eine... netten, kleinen, tollen, lustigen Saft, der Marke Orange, beziehungsweise einen Granini-Bananensaft, der extrem geil ist, und mehr Eistee und Cola. Ja. Und Monster Energy Drink. Wobei ich den eingeschränkt bekommen habe, weil meine Eltern meinen Hyperaktivität plus Energy Drink gleich Ping-Pong-Ball. Das haben die mir wirklich so gesagt, gleich Ping-Pong-Ball. Ping-Pong-Ball. Ping-Pong. Ein Ping-Pong-Ball in einem Zimmer. Yay. Okay. Wann hast du Geburtstag? 13.12. Und da könnt ihr... 10 Tage vor meiner besten Freundin Geburtstag. Da könnt ihr mir gerne was schenken. Und wisst ihr, was ihr mir schenken könnt? Einen netten Kommentar auf meinem Kanal. Da würde ich mich drüber freuen. Yay. Und was noch? Was weiß ich, vielleicht eine Videoantwort oder sowas. Ich will aber nicht übertreiben. Aber ihr seid coole Fans. Yeah, und vergesst meinen Geburtstag nicht. Sonst. Dann sei! Okay, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe? Ist schwarz eine Farbe? Wenn man es genau nimmt, nein. Ist weiß eine Farbe? Nein, grün. Grün ist awesome. Vor allem, weil Yomu grün ist. Yomu hat grüne Augen. Ich hätte auch kein grünes Auge. Aber nein, ich hab... Hier bitte auf nächste Frage warten. Welche Augenfarbe hast du? Nein, das ist nicht die nächste gewesen. Nein, war sie auch nicht. Aber das wäre die dritte danach gewesen. Ja. Deswegen ziehen wir diese Frage jetzt vor. Welche Augenfarbe hast du? Braun. Ein langweiliges, dummes, nutzloses Braun. Stimmt gar nicht. Braune Augen sind nicht langweilig. Ich habe auch braune Augen. Die sind aber random. Meine haben noch einen grünen Stich. Ich hätte gerne rote Augen, Lunatic Red Eyes. Grüne Augen wären genauso geil, aber blaue Augen könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, gut. Okay. Was für Klamotten trägst du? Momentan trage ich eine random Jeans, dann eine coole, tolle Jacke von C&A, an dem der Apple War Pictures Dingsbums hängt. Mit Button. Button mit meinem Marissa Plüschi dran. Ja, ich habe das heute mitgenommen in die Schule. Yay! Und alle fanden's cool. Total Yay. Geil. Dann ja, eine Jeans und das, was man halt so trägt, ein T-Shirt mit Toe-Aufdruck. Scheiße, das sollte eigentlich eine Überraschung werden. Das wollte ich jetzt. Ach, vergessen wir's. Ja. Ja, gut. Okay. Hast du Allergien? Nein. Nein. Doch, eine einzige Allergie habe ich. Und zwar gegen Kiwis. Wenn ich Kiwis esse, liege ich flach. Sofort. Ich esse eine Kiwi und fall um. Das ist scheiße. Und dann habe ich lustigen Ausschlag. Yay. Okay, nächste Frage. Und 15 Minuten sind erreicht. Yay. Und wir haben noch nicht mal... Ein Achtel oder ein Sechstel oder was weiß ich. Geil. Bist du gebürtiger Deutscher? Ja, ich bin gebürtiger Deutscher. Ich bin hier drüben in diesem random Krankenhaus. Caritas, schlag mich tot, geboren.
Nein, schlag mich nicht tot. Ich bin einfach da in diesem Krankenhaus geboren und nicht irgendwo ausländisch und so geboren und... Ach, ich bin deutsch. Okay. Ja, eine kürzlich gestellte Frage. Wie viele Haare hast du auf dem Kopf? Mehr als 3. Also das heißt, ich bin mehr wert als Caillou. Ah. Nein, okay. Wie viele Haare habe ich auf dem Kopf? Bla bla bla. Noob. Viel zu viele. It's over 9000! Der musste kommen. Ja, den müsstest du jetzt nur noch einfügen. So. Okay. Jetzt die Fragen von einer Person, die über 50 gestellt hat. Yay, und groß an dich, MS Hexe 27. Jo. Okay. Fangen wir an mit Frage Nummer 1 von MS Hexe 27. Was für Hobbys hast du? Was für Hobbys habe ich? Vorm PC hocken, Let's Plays, mal hin und wieder rausgehen, um die frische Luft zu sehen. Lol, frische Luft sehen. ja, was habe ich noch für Hobbys? Ja, zocken ist halt ein ziemlich großes Hobby, egal an welcher Konsole. Ich besitze, nein, das sage ich lieber noch nicht, das kommt bestimmt als irgendeine Frage später. Dann Musik hören, mit Freunden irgendwas machen, wenn ich überhaupt mal hier Freunde hätte, also aus meiner Klasse und so, aber das sind ja alles Hopper und bla. Wie an heutigen Schulen üblich. Und nein, ich schmeiß jetzt nicht alles in eine Schublade wie RTL und halt lieber meine Fresse. Naja, was habe ich für Hobbys? Das Übliche, das, was man halt so als 15-, fast 16-Jähriger hat. Okay. Auf was für eine Schule gehst du? Auf ein Gymnasium, auf das Cusanus-Gymnasium in Wittlich. Oh, ihr habt ein Gymnasium in diesem Ort. Schön. Wir haben zwei. Ein Peter-Wust-Gymnasium und ein Cusanus-Gymnasium. Und wir sind beide verfeindet. Yay. Wow. Wir haben in unserer Stadt 6 Schulen insgesamt. Wenn man die Berufsschule dazu zählt, sind es, glaube ich, sogar 7. Okay, wohnst du noch bei deinen Eltern? Die Frage kann man sich zwar eigentlich selbst beantworten, aber trotzdem. Ich könnte es jetzt ganz lustig wie so eine Frage von Iblali umformen in ich wohne nicht bei meinen Eltern, meine Eltern wohnen bei mir. Nein. Nein, ich wohne noch bei meinen Eltern, weil ich erst 15 bin, oh mein Gott. Ja. Obwohl, okay. Ich habe mich insofern so weit abgekapselt in meinem Zimmer. Scheiße, ich habe keinen Schlüssel. Na gut, okay, ich wohne bei meinen Eltern. Okay. Was willst du später mal werden? Irgendwas mit Chemie, weil Chemie ist mein Lieblingsfach. Chemie LK! Yay! Ich will irgendwas mit Chemie machen, was weiß ich, sei es denn Lebensmittelchemiker oder Chemiker irgendwo im Ausland. Oder ich möchte etwas mit Sprachen machen, aber nur mit einer Sprache, nämlich Japanisch. Aber da diese Träume Schäume sind und sich kaum verwirklichen lassen, wenn ich mich nicht mehr anstrenge, bla bla, als die heutige 2-, die ich aus der Schule mitgebracht habe, in den dummen, nutzlosen Englisch. Bah! Na gut, Englisch ist geil! Ja! 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 Vor allem, wenn unser Lehrer uns begrüßt. Hallo, Madness-Klasse! Okay, ich will auch so einen Lehrer. Ja. Er heißt Herr Weil und dann nach Herr Weil haben wir Herr Baum, also Weil-Baum-Kombo. Okay. Interessant. Ja, gut, okay, lass. Ja. Das möchte ich später mal werden. Wenn ihr mir noch was anderes vorzuschlagen habt, was mit Japanisch oder Chemie zu tun hat, bitte in die Kommentare. Yay. Spielst du gerne Fußball? Ich spiele gerne Fußball, und zwar am PC, nein. Also, ich spiele auch draußen gerne Fußball, nur auf unserem Fußballplatz dort hinten kann man nicht spielen, weil unsere lustige Stadtverwaltung meinte, ach, das ist ein Spielplatz mit einem Bolzplatz dran und 2 Toren. Mach mal eine Dornenhecke drumherum mit Feuerdornen. Na, Suppe. Yay. Was meint ihr, wie teuer das ist, auf diesem Spielplatz mal zu spielen? Ja, ich hab 9 WM bei OS kaputt. Tschung. Petun. Jo. 20 Minuten erreicht. Yay. Was hast du für ein Bettwäschemotiv? Jo, nur das kann ich euch nicht zeigen, weil wegen Kamera im Arsch. Schade. Ich will auch ein Jomo-Bettwäschemotiv. Moment, also, Leute. Ich kann's euch zeigen. Wenn YouTube mir da nichts gegen sagen würde,
So. Yomu Pillowcase. Oh Gott. Ich weiß, was jetzt kommt. So, einmal dieses hier. Und jetzt, ich hoffe, YouTube sagt nichts. Einmal dieses hier. Pausieren. So, und ich hoffe, ihr habt es jetzt gesehen. Ich habe ein ziemlich seltsames. Meine Eltern haben auch lustige Dinge dazu gesagt. Aber das war mir total Wayne. Ich habe es mir trotzdem gekauft. Einfach, weil ich es kann. Nächste Frage. Okay, es geht weiter mit Fußballfragen. Yay. Was ist dein Lieblingsverein? Dortmund. BVB. Yay. Okay. Warst du schon mal auf einem Turnier? Nein. Einfach nein. Nein. Okay. Wie sieht deine Freundin aus? Ich habe kein Bild auf dem PC. Ist irgendwie total arm, aber... Nee, ich habe wirklich kein Bild auf dem PC und kann euch auch keins zeigen, weil wegen... Ich kann ja jetzt nicht gerade zu 102 Kilometer rüberfahren und Bild machen, aber nee. Tut mir leid, ich kann euch nur sagen... Sie ist hübsch. Yay! Die Antwort hätte ich fast erwartet. Okay. Hast du ein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist... ist... Nein. So, was ist mein Lieblingstier? Nianke! Katze. Ja, Katzen sind cool. Auch wenn sie mir in die Aufnahme rennen. Vor allem Nekos! Aber es sind ja keine richtigen Tiere. Übrigens, Leute, kleiner Fun-Fact. Wir haben, weil so eine Frage eh nicht vorkommen wird. Wir haben eine Schildkröte im Garten, die Genji heißt. Vom früheren Besitzer so genannt. Und die kann nicht fliegen. Das ist ja doof. Ja. Okay, das hast du zwar vorhin schon gesagt, aber die Frage kommt trotzdem nochmal. Welche Farbe haben deine Augen? Braun. Braun. Yeah. Okay. Liest du? Mangas? Doujins? Comics? Ja, ich lese. Aber selten und nur Bücher, die mich interessieren. Vielleicht ein paar coole Krimis oder den einen oder anderen Fantasy-Roman. Und nein, ich lese kein Rosemunde Pilche oder sonstige Schmalzbalzen. Schmalzbalzen, tolles Wort. Cool. Okay, wo war ich? Hier. Hast du ein Lieblingsbild? Was? Ob du ein Lieblingsbild hast? Ein Lieblingsbild? Ja. Also mir gefällt das Bild, was ich euch da gerade zeige, ziemlich gut. Sehr verliebte Sau. Aber ein Bild von Nyan Cat? Nein. Wir haben es heute echt mit Nyan Cat. Oh ja. Dieses Interview wird euch präsentiert von Miyako und Nyan Cat. Yeah. Und Chen. Das ist so als Titelmelodie so. Okay, ich sollte damit aufhören, es geht meine Stimme wirklich noch flöten. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Wie groß ist dein Freundeskreis? Wie groß ist mein Freundeskreis? Also, Freundeskreis hier in Real Life liegt unter 20. Freundeskreis in Skype. Wartet, lass mich mal kurz aufmachen. Nein. So, über die Konfi habe ich mit denen Verbindung, mit 50. Wow. Sind ungefähr 50 Leute, minus 2, die ich geblockt habe, weil wegen sie mir auf den Piss gehen. Oh. Und mich einer angeschrieben hat mit Hallo Mr. Nazi, genau wie bei Grife. Und deshalb hat Grife ihn auch geblockt. BTS. Falls du es siehst, Schaf, du bist gemeint! Nein, nicht Stampus, sondern das tanzende Schaf, ein Kumpel von Grife. Okay. So. Weißt du, was mir gerade auffällt? Dein Skype-Bild ist dein Schlüsselanhänger von Yomu. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Oh, Captain Ob. Ach, wisst ihr was? Das kann ich mal in die kann ich mal ins Video zeigen. Mein epischer Schlüsselanhänger des Todes. Yay! Das süße so professionell. Ja, sowas von.
Ich weiß nicht, die Frage übt Sprachfehler vor der Wind. Ja, ein Die Cat. Frage erübrigt sich eigentlich, aber magst du Tiere? Ja, Ja. verdammt. Okay. Noch eine Tierfrage. Außer Hunde, die beißen mich. Oh. Außer Momiji. Momiji. Momiji ist ein Wolf, verdammt. Inubashiri no Momiji, Momiji. Nein. Okay, ja, die nächste Frage wäre gewesen, welche Tiere hasst du? Hunde. Also hassen, ja. Hassen? Nee, Moment, ja. Hassen, da gibt's andere Tiere. Hassen tue ich Pferde, weil mir als kleines Kind bin ich mal vom Pferd gefallen, hat mir das Pferd gegen die Birne getreten. Au, das hat weh getan. Ja. Das Einzige, was mir passiert ist, ich bin von so einem komischen Holzpferd runtergefallen, weil es total glatt war. Man soll aber nicht bei Glatteis reiten. Moment, das hört sich so falsch an. Ja, okay, machen wir weiter. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist... Scheiße, muss ich überlegen. mein Lieblingsfilm. Ich habe so lange keine Filme mehr im Fernsehen geguckt, weil da nur noch Kommerzscheiß. Mein Lieblingsfilm. Ist ein bisschen schwer. Lass mal überlegen. Mein Lieblingsfilm. Ach, ja, was zum Lachen war, war Hangover 2, aber wegen T. Heiland. In T. Heiland leben 50 Millionen Menschen. Yay. Yay, Hangover 2 war cool. Und... Kenn ich nicht. Du musst gucken. Ich guck eh voll wenig, weil, naja, im Fernsehen läuft eh nur Scheiße. Ja gut, okay, einen Lieblingsfilm habe ich. Aber daraus werde ich nicht zitieren, weil sonst komme ich mir wieder blöd vor. Scott Pilgrim! Yeah, das Niveau ist so toll. Ja. Gut, okay, weiter. Okay, wie lange hast du täglich Schule? Bis um 1 Uhr. Ich hatte mal bis um 3 Uhr täglich. Bis dann aber unsere Schule gemerkt hat, what the fuck, wir haben Lehrermangel. Das bedeutet, wir müssen mehr Lehrer suchen gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen mehr Lehrer anschaffen gehen lassen. Ja, okay. Nein, wir müssen mehr Lehrer suchen gehen und nun ja, dann machen wir halt mal, dass die Schüler um 1 Uhr Schluss haben, damit, jo, ja, einfach so, damit man den Lehrer halt noch damit einsetzen kann. Das bedeutet, ihr habt keinen Nachmittagsunterricht oder was? Nope, keinen einzigen. Außer die Lateiner, Die müssen bis zur 10. Stunde da bleiben. Oh mein Gott, ich habe auch Latein, aber ich muss gerade mal bis zur 9. da bleiben. Bei uns zählt nämlich die Mittagspause als 7. Stunde, was total unlogisch ist. Bei uns auch. Also eure 9. ist unsere 10., glaube ich. Nein, kann gar nicht. Nein. Nein. Fail! Nein! Die 10. wäre dann die Stunde, die bei uns die... Ach, verwirrt, lass es einfach. Egal. Was ist dein Lieblingssport? Mein Lieblingssport? Ist Osu ein Sport? Nein. Ja, für die Hände vielleicht. Aber. Ich spiele sehr, 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 sehr gerne Badminton. Das ist so toll. Ja, Badminton. Badminton ist awesome. Und, ja. Und Gegenfrage, Sport, den ich hasse, ist Volleyball. Weil, Schmerz. Echt? Ja, weil, nun ja, ich hau immer mit den falschen Stellen und das tut weh. Oh. Trotzdem habe ich in der Schule immer bei den Volleyballnoten nur 1 oder eine 2. Einfach weil ich die Technik kann. Ich nicht. Nur ich komme halt nicht weit mit diesen Schlägen und so. Ich habe in Volleyball gar keine Note, weil wir nur Basketball. Doch, und eine Sportsache gibt's noch, die ich hasse. Circle Training! Ja, das ist so. Boah. Wir machen es einmal im Monat. Wir machen's gar nicht. Und damit haben wir gleich die 30 Minuten erreicht. Ich sehe es. Auch wenn Skype gerade irgendwie eingefroren ist und das Bild stehen geblieben ist. Bei 28 Minuten und 21 Sekunden. Ja, mach einfach weiter. Wie viel haben wir denn schon? 10? Wenn du mal eine Reise machen würdest, wohin würdest du wollen? Das waren viele gerne von Japan! Japan! Oder vielleicht auch zu meinen Wurzeln nach...
was weiß ich. Japan! Und bei welchen Katastrophen? Wenn ich mal nach Japan komme, dann ist Japan wieder aufgebaut und nun heißt New Japan. Ja, ich will auch nach Japan. Japan ist cool. Gibt's da fliegende Autos und fliegende Kaffeeautomaten? Mm. Und fliegende Bierzapfmaschinen für Sun? Yes. Okay. Fährst du mit dem Bus zur Schule? Nope. Und ich fahre auch nicht mit der Bahn. Ich gehe zu Fuß und höre morgens Demetori, weil cool. Ja, das. Demetori sind cool. Mhm. Demetori sind einfach cool. Okay. Was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch. Mhm. Verdammt! Da müsste ich mich rumdrehen für. Da bin ich aber als Gamer zu faul für. RTL-Jokes. Jetzt nehme ich den ganzen Tag nur von unserem PC. Die Harry Potter-Reihe ist ganz cool, aber ein Buch, was ich extrem mag, ist die Aragorn-Reihe. Die war toll. Die habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, nein, musst du tun. Ja, ich muss jetzt erstmal Oxapollock, den dritten Teil, warten, bis er nicht rauskommt. Und dann hat jeder Teil 500 Seiten. Ich habe beide an einem Tag gelesen. Und ich muss noch ein englisches Buch lesen. Englische Bücher sind cool. Yay, und zwar, wie hieß es? Lass mich überlegen. Moment, wie heißt es? Warte, lass mich überlegen. Bandit Like Beckham. Hm. Wem das was sagt das was, wem nicht, dem nicht. Gut, weiter. Meine Captain Obvious Fragen sind toll. Ja. 30 haben wir, oder? Keine Ahnung. Ich zähle nicht mehr mit. Nyan Cat. Ich lese einfach nur vor. Okay. Backst du gerne? Was? Ob du gerne backst? The cake is a lie, you know. Yes. Nein, ich kann nicht backen. Vor allem nicht auf diesem scheiß Gasherd, den man mit einer scheiß Zange zum Betrieb halten muss. Man muss doch eine Zange reinklemmen gegen den Knopf, damit das funktioniert, verdammt. Oh, das ist doof. Ja, ich hoffe, ich wir kriegen bald einen neuen. Ja, kannst du mir ja mal beibringen. Ja, backen ist richtig, vor allem Brownies. Skype-Tutorial. Yay! Let's do a Skype-Tutorial, how to bake Brownies. Back mir einen Nyan-Cat-Kuchen. Yay, und Miss Hex ist gerade online gekommen. Okay. Ja. Was unternimmst du gerne? Was ich gerne unternehme? Gehört das nicht zu Hobbys? Ach ja, ich gehe gerne raus, beziehungsweise seltener seit in letzter Zeit. Ich habe jetzt in nächster Zeit auch mal vor, mehr zu unternehmen, was mit, wo ich irgendwo hinkomme, wo es Anime, Game-Kram und so geht, gibt. Zum Beispiel mal einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten zum GameStop in Trier zu fahren, würde ich gerne unternehmen, dann in Trier ein bisschen irgendwas machen. Da ist ja so tolle Kulturstadt und so, bla bla bla. Dann möchte ich auf alle möglichen Conventions gehen. Animania, Dokomi, Japantag. Japantag war toll! Yeah! Du weißt schon, dass es Animagic heißt und Animania eine Zeitschrift ist, ne? Ja, ja, ist halt Animagic. Ist ja gut. Ja, wir wissen ja alle, wovon du redest. Ne? Animania ist die in Bonn? Ne, die waren... Die Animagic! Na, verdammt! Ja, okay, die Animagic ist die in Bonn? Ich hab... Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich war noch nie dort, obwohl ich schon öfter mal hingehen wollte. Ja, ja, gut, okay. Ja. Okay. Sagt man dann was so. Was denn? Sprich dich aus. Ja, sagt man dann so. Ja, sprich dich aus. Du wolltest gerade was sagen. Du warst da bestimmt schon die ganze Zeit, die ganzen Jahre und hast die ganze Zeit Toro-Kram gehortet. Nein, habe ich nicht. Das ist es ja. Doch, das aber... Einzige, was ich habe, sind Sachen von der Animagic. Die 2 DIN A1 Poster, weil ich sie gewonnen habe. Und Nyan Cat. Mehr nicht. Und Nyan Cat. Nyan Cat ist awesome. Komm, auf die nächste Anime Convention, wo du hingehst, dann gehst du cosplayt als Nyan Cat. Ich habe letztens ein Cosplay von Nyan Cat gesehen, ne? Ja. Und dann, die ist wirklich die ganze Zeit mit in diesem Nyan Cat Cosplay rumgelaufen und hatte dann so die Musik. So, nein, ist die ganze Zeit so durchgelaufen. Ist zu trendistisch. Okay. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Chemie. Ah. Isn't it obvious? Dann, okay, ich kann euch so eine kleine Checklist machen. Chemie, dann Biologie,
Dann Religion, aber nur bei diesem gewissen Lehrer, weil der spricht wirklich die Themen beim Namen. Also wir haben letztens eine ziemlich harte Diskussion darüber, über diese ganzen U-Bahn-Schläger und so ein Krams geführt. Und auch eine ziemlich subjektive. Dann sowohl sind wir gerade momentan, da ich ja in der 10 hängen geblieben bin, bla, ja, haltet's mir vor, bla, beim Thema Abtreibung und Sterbehilfe. Und dazu haben wir jetzt bestimmt schon zwei ausgiebige Diskussionen gemacht. Und er hat mir ein Kompliment gemacht. Er hat zu mir gesagt, dass ich der bin, der in der Klasse am objektivsten und am geilsten und am besten und am tollsten und bla, fügt hier mehrere Adjektive ein, diskutieren kann. Okay. Ich sollte auch mal was trinken. Wo ist mein Getränk? Ja, sorry, aber ich muss heute echt mal was trinken. Okay, was machst du, wenn du schlechte Laune hast? Let's play, I wanna be the Shrine Maid! Nein! Ja, klar. wenn ich schlechte Laune habe, dann lasse ich sie in Greif oder Lars aus. Oh... Okay. Dann. Okay. Was ist dein Lieblingsland? Mein Lieblingsland? Japan. Japan. Die Frage war. Obvious. Ja, yeah, sehr obvious. Okay. Was ist deine Lieblingsstadt? Tokio. Nein. Ich mag Osaka mehr als Tokio, aber. Nee. Auch eine Lieblingsstadt. Meine Lieblingsstadt, lass mich überlegen. Fällt mir eigentlich nicht ein. Ich sag jetzt einfach mal Düsseldorf, weil das cool war. Das war einfach nur geil. So. Ja, und überfüllt. 3 Millionen Menschen, verdammte Scheiße. Ja. 3 Millionen Menschen an einem Feuerwerk. Was total lame war. Not. No. Aber Poster verlieren ist lame. Das darfst du jetzt nicht ansprechen, danke. Sorry. Ich wollte, du musst wissen, es gibt eine Stadt in Japan und eine Inselgruppe, die heißt Miyako. Was? Miyako. Aber man schreibt es anders. M-I-Y, Ako. Jo. Das ist voll geil. Ich glaube, ich habe mich letztens in der Schule gemeldet und habe gesagt, ich will ein Referat über die Miyako-Insel machen. Japan-Referate bin ich immer gut drin. Ich habe letztens in Musik ein Referat über Sun gehalten. Sun? Ja, und dazu die Tracks Reach for the Moon, Immortal, Smoke und Native Faith gezeigt. Oh, wie geil. Ergebnis 1. Ja, toll. Yay! Was ist deine Lieblingsband? Meine Lieblingsband? Demetori! Nein. Meine Lieblingsband ist, kann man Sun als Band zählen? Ach, ich sag jetzt einfach mal, meine Lieblingsband ist, auch wenn Greif sie nicht mag, Foreground Eclipse. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ist ein Toho Circle. Beziehungsweise noch was Geiles ist Tsukasa mit Accelerator. Von denen kenne ich nur 2 Lieder, aber die sind richtig geil. Und Dragon Force. Okay. Nächste Frage. Als was warst du am Japan-Tag verkleidet? Als gar nichts. Tut mir leid, Leute. Ich wollte mein Maid-Cosplay machen. Ich habe ein Maid-Cosplay. Ja. Yeah. Aber dazu haben meine Eltern Nein gesagt. Die haben gemeint, wenn du das anziehst, fährst du nicht. Oh. Ja, und deshalb konnte ich halt nicht. Ich hab's eingepackt und dort angezogen. Eigentlich wollte ich zum Trost dann auf dem Japan-Tag in den Maid-Café gehen, aber Greif war das wohl zu peinlich, weil er hat's einfach verschwitzt. So ein Maid-Kaffee wäre cool gewesen. Ultra hat mir gestern nämlich was davon erzählt, dass man dort nämlich mit Sensei und Summer angesprochen wird. Das ist voll cool. Ja. Oder an manchen Tagen zum Beispiel, wenn der große Brudertag ist dann, oder große Schwester halt, dann wirst du mit Oni-san oder so angesprochen. Das ist voll cool. Ich mag das. Eiste du? Nein, das darf ich zu dir gar nicht sagen, weil es... Ich liebe dich heißt und das sollte an jemand anders gehen, lol. Daisuki heißt aber auch. Nein, Daisuki war was anderes. Ach Gott, ich komme gerade total durcheinander. Daisuki hört sich an wie so ein Ableger von Suzuki. Naja. Ja, Daisuki. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was es heißt gerade. Keine Ahnung. Google-Übersetzer hilft. 40 Minuten, holy hell! Nein, am besten hilft immer noch, wenn man sich einfach alle möglichen Vokabeln zusammenschreibt und Buttons draufpinnt. Warum auch immer. Apple War Pictures Buttons. Nein!
Ich habe keinen Apple World Pictures Button. Ich schon. Ja, einen. Ich habe nur einen von Naruto. Und einen von Fairy Tail oder so. Fairy Tail Natsu. Yeah. Ja, aber gut. Das nur dieses Zeichen drauf. Mach weiter. Komm, wir haben schon 40 Minuten. Ja, okay. Was guckst du am liebsten im Fernsehen? RTL. Das war der beste Joke, den ich hier gebracht habe. Nein, was gucke ich am liebsten im Fernsehen? Da muss ich wirklich sagen, dass es, wenn ich mal Fernsehen gucke, gucke ich RTL und stell mir vor, meine Güte, hab ich doch ein geiles Leben. Das gucke ich wirklich am liebsten im Fernsehen. Vorher habe ich früher immer die schönen, tollen Sachen hier an Animes geguckt, was da so auf Tele5 lief, aber heutzutage ist das ja auch wieder nur eine Folge One Piece, und One Piece mag ich übrigens nicht. Mittlerweile wiederholen sie sich auch nur noch, sie bringen keine neuen Folgen, weil sie es einfach nicht auf die Reihe bekommen, sie zu lizenzieren lassen. Und zu übersetzen! Ja! Okay. Wie lange bist du schon mit Kizuna zusammen? Die Frage lassen wir mal im Raum stehen, weil Sommerferien, lol. Ja, wow, toll. Okay. Was war deine letzte Operation? Meine letzte Operation? Ich hatte nur jemals eine Operation. Das war nämlich... nun ja, wenn man mich mal sehen würde auf einem irgendeinem Bild oder so, würde man sehen, dass... Wisst ihr was? Ich zeig das euch einfach mal. Das funktioniert ja mal mit Skype so richtig geil. Ja. Oui. Danke, Skype. Wartet, meine Skype Webcam gerade. Muss erstmal angehen. Wo ist denn die überhaupt? Mein Skype dich trollt. Mein Skype trollt mich. Finde ich total geil. Yay! Total. Wackel Webcam! Bildschirm des Todes und so. 240p Webcam. Wow. Falsch rum eine Webcam. Lichtbelichtung, geil. Die Kamera ist so scheiße. Auf jeden Fall sieht man doch, dass ich ein Augenlid weiter runter habe. Das kommt von dieser Operation. Oh. Sonst wäre... Ich bin nämlich auf einem Auge, auf diesem Auge, halbblind. Auf diesem Auge, meine Güte, scheiß spiegelverkehrte Kamera. Nee, nicht dieses Auge. Das da. Nein, das da, verdammte Scheiße. Dieses Auge, auf dem bin ich halbblind. Aber sonst, Wayne. Okay. Ja, okay, dann eröffnet sich nämlich die nächste Frage auch. Wie viele Operationen hattest du schon? Eine. Nee, zwei. Wieso zwei? Gerade eben hast du gesagt, es war eine. Ja, die eine war mit 4, als das Augenlid runtergemacht wurde. Und es ist ja schon zweimal runtergemacht. Das erste Mal war ja, da konnte ich ja nur noch normal sehen. Weil nach dem ersten Mal auch. Nach dem zweiten Mal nicht mehr. Nach dem ersten Mal, nun ja, das Augenlid musste halt einfach weiter nach unten gemacht werden, weil ich hier oben auf dem Kopf und so so eine epische lange Narbe hatte, die dann zugenäht werden musste, und dann wurde das Augenlid nochmal verschoben. Wisst ihr, was ich mir für eine Scheiße anhören muss? Von wegen, dass ich wie der letzte Asiate aussehe, weil ich gottverdammt nochmal ein kleineres Auge hab. Meine Fresse, kotzen könnte man da aber, Wayne. Yeah. Okay. Was machen deine Eltern beruflich? Und ich muss mir jetzt nochmal was zu trinken holen, weil ich alles ausgetrinkt habe. Ich habe 4 Eisteeflaschen, 2 sind leer. Okay, dann pausiere ich kurz und blende tolle Musik ein. Hey, Mirko! Was? Oh nein! Der Running Gag musste sein, weil Nyan Cat! Yay, Nyan Cat! Nächste Frage! Wir haben schon gleich schon eine Stunde aufgenommen, holy fuck! Oh Gott! Und wir haben noch nicht mal die zweite Seite der Fragen durch. Und wie viele sind's? Wir sind jetzt vielleicht bei der Hälfte von diesen 62 Fragen, die eine Person gestellt hat. Holy fuck! Gut, okay, weiter. Okay, glaubst du an Gott? Nope, ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster und an Yomu.
Spaghetti! Und dann Suika. Suika des. Weil Suika das einzige Mädchen ist, das mit 5 Promille nicht verreckt. Yay! Woo! Schaust du gerne Nachrichten? Also ich schaue eigentlich nie Nachrichten, ich lese immer nur auf spiegel.tv oder beziehungsweise spiegel.de. Und ja, heute früh kam ich in die Schule und mein Lehrer hat erstmal gesagt, da Ramon sowieso keine Nachrichten guckt. Ja, weil ich gesagt habe, dass ich keine Nachrichten gucke, weil meine Eltern nur RTL schauen. Yay, finde ich so toll. Schaue ich keine Nachrichten und dann, mein Lehrer meint jetzt ab jetzt jeden Morgen, Ramon, jeden Morgen informiere ich dich über die Nachrichten, damit du mal was über die Welt lernst. Toll. Ja, super. Und jetzt heute hat er mir irgendwas vom Papst erzählt. Super. Oh, mir doch, das, Wayne. Das ist nervig. Okay. Ich musste meine Jacke zuschneiden. Okay. Liest du gerne Bravo? Was ist da? Ach so, diese Zeitschrift. ja, die Zeitschrift da. Nein, tut mir leid, auf so einem Niveau bin ich noch nicht. Ich habe die auch mal gelesen. Ich habe mal ein Dings gelesen, weil mich mal interessiert hat, was dieses scheiß Dr. Sommer sein soll, was die aus meiner Klasse sich gegenseitig immer vorgetragen haben. Und einmal und nie wieder. Ja. Das liest du einmal und denkst du dir, oh mein Gott. Bäh. Ich denk mir nur, sorry, I have to vomit. Nyanket! Nyanket! Ups. Nächste Frage und du demolierst dein Zimmer. Finde ich total geil. Nein, ich hab meine Karten eingepackt. Und mein Mikro nimmt sowas von viel auf. Da ist nur so ein scheiß PC-Mikro-Dingens. Laptop-Mikro. Ich hab eine Haruna Suzumaki-Figur auf dem Japan-Tag gekauft. Die sitzt jetzt auf dem PC drauf. Du meinst Haruhi Suzumi? Nein, Haruna Suzumaki. Sie sieht genauso aus wie dein Avatar. Und die heißt jetzt so. Ach so, mein Avatar ist von Gothic. Mir Wayne. Nee, sie ist Victorica. Und sie ist cool. Victorica? Okay, wir können weiter. Ja, sie ist Victorica. Okay. Okay, wir können weitermachen. Wie viele CDs hast du? 1. Nein, wie viele CDs ich habe? So viele, wie es Toro-Spiele gibt. 13 Tracks. Und die CD, die ich neu auf dem Japan-Tag gekauft habe. Also insgesamt 14 CDs. Ja, die wovon es so 4 Stück gab, ne? 4 Stück gab es nur und wir haben 3 Stück kassiert. Ja. Yeah. Und das Geilste ist, es gibt nur 4 Stück in Deutschland, hat mir die Frau versichert. Boah, wie geil. Ihr habt 3 davon. Jo. Haha. Hätte ich auch gern gehabt. Da ist eine Aya drauf und noch irgendwer. Und eine Sakuya. Also, das wäre wohl was für hier unseren Stitch, für unseren Andy. Naja, okay. Da ist mal das. Okay. Was würdest du machen, um einen Tag unsichtbar zu sein? Geschnippt. Nein, um einen Tag unsichtbar zu sein, was würde ich da machen? Ich kaufe mir Unsichtbarkeitsspray. Aber Vorsicht, es hinterlässt Flecken. Ja. Und was würdest du machen, wenn du dann einen Tag unsichtbar wärst? Dreckige Wäsche waschen. Okay. Nee, ich würde jemand ärgern. Ich würde Greif ärgern. Ich würde mich hinter ihn stellen und Pizza essen. Oder Chips. Ja, Chips. Übrigens, Rati hat noch meine Chips. Das werde ich ihm nie verzeihen. Und warum ist Ink immer noch nicht on? Ja, Pringles. Nom. Ja. Hast du ein Kuscheltier, das mit dir im Bett schläft? Ja, Marissa. Und Yomo. Yay. Yomo? Ja. Neu. Du meinst das Kissen, oder? Ja. Das Dakimakura, oder wie es heißt. Pillowcase. Ich glaub, ja. Okay, was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin ein Schütze. Das heißt, ich snipe euch erstmal gleich die Birne weg. Bing. Ich bin Erin. No. Erin, Taskete. Not. Das geht, ja. Okay. F-O-I. Diese ganzen Toro-Vergleiche. Okay. Wie heißen deine Eltern? Mein Vater heißt Manfred, kurz auch Manni.
Ja. Wieso erinnert mich das an Ice Age? Nein, nein, Sorry. den Vergleich haben sie früher auch gebracht, das kotzt so an. Und Sorry, aber das ist meine der erste Name, der mir dazu einfällt. Mutter heißt Ranjuan. Ranjuna. Nein, Juan. Ranjuan. Okay. Kannst du kochen? Nope. Du kannst nicht backen, du kannst nicht kochen. Boah. Ich weiß, ich bin voll nicht variabel. Ich könnte nicht alleine leben. Obwohl doch, ich kann schon kochen, aber nur das Nötigste. Nudeln mit Ketchup! Nein. Schmeckt gar nicht mal so schlecht. Jo. Ich bin schon wieder rausgekommen, wo ich war. Da. Möchtest du mal mit deiner Freundin zusammenziehen? Oh, wenn es möglich wäre. Okay. Aus wem besteht deine Skype-Konfi? Ah, la la la, Kontakte. So, da haben wir Skype und da ist die Konfi. So, da haben wir Mirko! Mysteriöser Unbekannter, is known as Default 0 in Osu. Greif, as known as Typ, der dauernd genervt ist. Warte, ich nenne ihn jetzt extra mal um. Greif, as known as Hatate. No. Das ist fies. Ah, das würde ich nicht machen. Schick. Das würde ich nicht machen. Dann, Nein. oh du scheiß Pinguis, as known as Lars, Keksranger und Ultra Pro. Und dann haben wir noch den Inko und den Rati, aber ich glaube, die haben sich jetzt erstmal genug selbst in die Haare gekriegt. Jojo, und Mayako-chan, ganz neu dazugekommen, eine weitere Yomu-Fanatikerin, die ich auch toll finde. Also, Yay. toll finde im Sinne von Yomu! Jomo. Zäh! Okay. Bibel. Trägst du eine Brille? Nope, ich habe zwar nur 55% Sehkraft auf einem Auge, auf dem anderen Auge habe ich gerade mal 25. Deshalb werde ich in nächster Zeit auf jeden Fall eine Brille brauchen. Fail, was sage ich da? Ich habe 55 auf dem einen und auf dem anderen 70. So war's. Fail! 25 Sehkraft, WTF, dann wäre ich ja halt blind. Nein. Scheiße, ich bin. Doch, 55 auf dem. Oder waren es 45? Weißt du was? Ich habe die Zettel hier liegen. 47,7 auf dem einen Auge, auf dem anderen 72,2. Also ich werde eine Brille brauchen, wenn ich einen Führerschein machen will. Und wir haben gleich eine Stunde. Sehr geil. Ja, noch 7 Minuten. Weiter geht's. Okay, wo warst du als letztes auf Klassenfahrt? Wo war ich als letztes auf Klassenfahrt? In Belgien in einem komischen Dingsbums Sportcamp, was aber total geil war. Oh, okay. Warst du schon mal im Disneyland? Nope. Was für ein Handy hast du? Was für ein Handy habe ich? Warte. Ich habe ein Handy-Adioin. Nein, nur für die Deutschfanatiker unter euch, die das verstehen könnten. Dazu nehmen wir wieder Skype, weil Yay. Skype toll ist und so und mich nicht trollen will. Nein, überhaupt Wo ist meine Kamera? Da ist meine Kamera. Ich habe dieses Handy. Das ist ein LG KP500. Kein Plan. Mit drei neuen Nachrichten und Akku geladen. Und es Lade. piepst. Hä? Und es piepst, genauso wie Ja. mein Handy. Und es. Schon daran liegen, dass ich auch ein LG-Handy habe. Yay, du hast auch ein LG-Handy. Ja, ich habe ein Touch-Handy von LG und Ich so. auch. Guck, ich berühre es. Touch, 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 Heiko. Sieht man total, ne? Ja, und hier ist überall Musik drauf. Und warum zeige ich die euch? Weil ich es kann. Auf jeden Fall, dieses Handy habe ich. Und nein, ihr könnt mich nicht anrufen. Ihr könnt mich nicht anrufen. Ihr Wir könnt. könnten Drive anrufen. Ah ja, das könnten wir. Ich habe ja Greif. Nein, das lassen wir jetzt. Okay? Wartet. Leute, ihr könnt mich nicht anrufen. Ihr könnt mich nicht anrufen.
Yay! Ich bin so... Okay. Oh, fail, Moment. Ich muss das Kamera... muss das Dings auch in... Dings reinhalten. Ja. So, nochmal. Ich hab ein... So, Quatsch. Ein LG-Handy. KP500, bla... Oh nein. Das hatte meine Mutter auch. Ihr könnt mich nicht anrufen. Ihr könnt mich nicht anrufen. Lololololololol. Ja, tja. Na gut, okay. Ist sowieso ein Handy für zweitrangige Menschen. Moment mal, jetzt habe ich Greif beleidigt. Nein! Gut, weiter geht's. Okay. Moment. Wetten, dass Leute... Wetten, unter diesem Video steht ein Kommentar. Daumen hoch, wer an der Handynummer pausiert hat. Würde mich nicht wundern. Würde mich wirklich nicht wundern. Jojo. Okay. Gehst du gerne zum A? Die Frage erübrigt sich. Ich hasse diese Quacksalber. Vor allem, wenn sie mir eine Spritze oder ein EEG verpassen wollen. Oh, okay. Die Frage darunter erübrigt sich auch, weil... Wann hast du deine Freundin kennengelernt? In den Sommerferien, sagtest du ja bereits. Warum kommt die Frage dann zweimal? Entschuldigung? Miyako, hast du etwa keine... Ich habe nur die Fragen geschrieben, die mir jemand gestellt hat. Hast du keine gute Arbeit geleistet und die Doppelfragen aussortiert? Doch, ich hab so gut wie alle Doppelfragen raus. Ich kann auch nichts dafür, wenn ich welche wiederhole. Mörp. Sei froh, dass es über 200 waren, weil manche musste ich jetzt rausnehmen, wie gesagt. Kannst du ja nachher nachziehen, wie viele Fragen es war. Ich werde auf jeden Fall viel zu tun haben. Ich werde nämlich jede einzelne Frage und Antwort in die Beschreibung schreiben. Wieso machst du nicht einfach... Ach so, weil du ja das Bild aufnimmst, ne? Mhm. Yep. Ich hätte einfach ein Video gemacht, wo du dann immer die Frage und die Antwort hinschreibst. Ich bin zu blöd für so einen Scheiß. Ich kann keine Videobearbeitung. Ja, das hättest du mir nur schicken brauchen. Ich hätte es dir ja gemacht. Und jetzt machen wir weiter, weil sonst haben wir die Stunde rum, haben noch nicht mal alle Fragen von unserer lieben Miss Hexe. Ja, mach weiter. Was ist dein Lieblingsposter? K-On! Ah! Ja, K-On ist cool. K-On ist cool. Vor allem Azusa. Ich mag Azusa. Azusa ist toll. Azusa. Nyan. Ja, stimmt. Die heißt sogar Azusa Nyan. Ja. Ich weiß. Nyan. Nyan Azusa. Okay, lassen wir es weiter. Okay. Kennst du A-Cappella-Gruppen? Alle meine. White Guys, wer nicht? Ja, dieses Lied kenne ich auch. Hm. Duschst du oder badest du? Ich bin Gamer! RTL Joke, nein, natürlich dusche ich. Und zwar immer nur mit Head and Shoulders. Denn nur mit Head and Shoulders wird mein Haar samtig weich. Nächste Frage. Was isst du am häufigsten? Pizza! Das war so klar! Nee, Chips! Ja. Ich esse, glaube ich, mehr Chips, als ich Pizza esse, weil... Pizza wird dir irgendwann gestrichen, wenn du so viel isst. Ja. Ne? Ja. Aber Leute, ich bin wirklich nicht fett. Ich bin kein bisschen dick. Ich habe sogar theoretisch Untergewicht, lol. Nein, habe ich nicht. Ich habe ein Mittelgewicht. Ein Jomo-Gewicht! Yay. Weiter. Hälfte. Hm. Magst du Wackelpudding? Götterspeise. Lecker. Jo, ich mag Wackelpudding. Vor allem den grünen. Weil, wegen grün. Okay. Jetzt wäre schon fast schon wieder eine doppelte Frage aufgekommen. Nein, wird sie nicht. Ist Mathe dein Lieblingsfach? Nein. Wer mag schon Mathe? Ganz ehrlich, wer mag Mathe? MS Hexe, das war eine rhetorische Frage, oder? Wer weiß. Wenn sie noch on wäre, würde ich sie jetzt fragen. Aber egal. Hörst du Radio? Ich höre Radio, aber nur... RPR 1! Da, kenn ich nicht. Du Noob. Ja, ich höre nur in der Früh Radio, wenn ich in die Schule fahre, glaube ich. Und Big FM ein bisschen gehört, aber sonst nichts mehr. Doch, Technobase FM habe ich mal gehört. Aha. Doch, es gibt noch einen Radiosender, den ich höre. Nämlich, es gibt einen exklusiven Toho-Radiosender. Ernsthaft? Die Frequenz kenne ich nicht, aber es gibt einen.
Oh, wie geil. Musst du aber Groy fragen, der kennt die Frequenz. Nee. Hattest du ein gutes Zeugnis? Ich bin immer noch in der 10, also. Okay. Stunde vorbei! Yay, und wir haben nichts erreicht. Und wir haben genau, das war genau die letzte Frage von ihr. Skill. So, weiter geht's. Okay, die nächste Frage ist von... Oh Gott. LOL 66... Trishy! Ja, so. Verlinkung zu ihrem Kanal unten in der Beschreibung. Ding. Danke. Bist du schüchtern oder ganz locker im Umgang mit Frauen? Ich bin nicht schüchtern. Ich glaube, das merkt man mir auch an. Oder, Miyako? Ja. Das merkt man dir definitiv an. Okay, mein PC trollt mich. Okay, machst du dich hübsch, wenn du weggehen willst? Mache ich mich hübsch, wenn ich... Ja, so ein bisschen durchkämmen ist ja okay, aber... Obwohl ich mir schon vorstellen würde, wenn ich jetzt mein Maid-Kostüm anziehen würde, irgendwohin, dann würde ich mich hübsch machen. Aber sonst, nee. Okay. Schmierst du dir Gel in die Haare? Ich bin doch nicht Herr Tutorial! Oh Gott! Also nein. Nein! Einfach nein! Okay. Stehst du auf eine große oder kleine Oberweite? Klein. Yomu. Ja, Yomu, Satori, Konata. Ja. Nur ganz so ganz unter uns, sie Freundin not erfüllen this Achievement, lol. Hust! Wir haben nichts gesagt, wir haben nichts gesagt. Gar nichts. Okay, ich habe noch zwei Fragen von einer guten Freundin von mir, die sich gesagt hat, ich helfe dir, weil sonst kriegst du keine 200 Fragen zusammen. Und das alles in einem Atemzug zu sagen, tut weh. Hast du guten Kontakt zu deinen Eltern? Die sind unten, soll ich runtergehen? ja gut, Kontakt zu meinen Eltern. Ja, zu meiner Mutter ja, zu meinem Vater nicht. Mein Vater, der versteht ja diese ganze Anime-Toho-Schose nicht. Der meint ja, das sei alles nur kindischer... Krams und ihr seid zu vergleichen mit Mickey Maus. Boah, das ist noch gar nicht im Gegensatz zu meiner Mutter. Okay, eine Frage habe ich dann noch und dann sind wir mit Persönlichem fertig. What? Was hältst du... Das war noch lange nicht alles. Was hältst du von Schwulen? Was halte ich von Schwulen? Jo. Moment. Ja, also ich akzeptiere homosexuelle Beziehungen. Nur wenn die mir zu nahe treten. Nein, Entfernung. Geh weg. Okay. Das erinnert mich an so eine Werbung. Es war so eine total theoretisch so eine total böse Werbung. Das war so ein Typ auf einer Insel voller Schwulen und dann kommt da jemand aus dem Boden. Also das war mal auf so einem komischen Dings da, wo extra so Werbungen sind, die so gemacht sind. Und hält dann so ein Anti-Schwulen-Spray nach oben. Oh Gott. Und das ist ein bisschen Arschloch, oder? Ja. Schon. Naja, weiter. Okay. Dann hätten wir die nächste Kategorie. Yay. Yay, Moment. Und Game. Warte. Ja, ich warte. Eine Stunde drei vorbei für das erste Dings. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier Schluss für den ersten... Jetzt sind es 1:04. Okay, ich mache jetzt hier Schluss. Im nächsten Block geht's weiter mit der nächsten Kategorie. Bis dann, Leute. Ciao. Ha, verarscht. Wir machen weiter. Okay. Ich wette, jetzt haben schon die meisten abgeschaltet. Solange du das alles renderst und so. Aber da hätten wir länger als eine Sekunde. Alter, warten. Das ist ein Bild. Das ist genauso wie ein JPG-Bild, was ich 2 Stunden abspiele. Das rendert in 10 Sekunden. Okay, 10 Minuten. Aber Wayne. Okay. Also, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Wie bist du darauf gekommen zu Let's Play?
Nächste Kategorie. Hat sie nicht irgendeinen Oberbegriff? Let's Plays und Games! Let's Plays und Games! Genau, Leute! Let's Plays und Games! Tollstes Dings ever. So. Yeah. Jetzt. Was? Also, wie bist du darauf gekommen zu Let's Playen? Wie bin ich drauf gekommen zu Let's Playen? So, ich werde euch mal jetzt mal meine Anfänge zeigen. Und ja, ihr werdet lachen vor what the fuck das ist. Nyan-Cat. Nein, ja doch, da. Ja. Das ist mein erster Kanal, Senkusu Let's Player. Der Name war ist sowieso schon mal zu kotzen. So, hallo Leute. Hört rein. Wieso verschiebe ich das Fenster jetzt? So, hallo Leute. Willkommen zu I wanna be the guy. Let's die, I wanna be the guy. Ja, unregistered Hypercam, Lags, 5-Minuten-Video, weil mir die Aufnahme abgeschmiert ist, scheiß Stimme, Headset von 2 Cent, mein Name. Jo, das war mein erster Kanal und lacht ruhig. Nutzer blockieren. Der hat mich selbst geblockt! So, Leute. Dann mein zweiter Kanal, den ich gemacht hatte, vor anderthalb Jahr, genau, Pico Brothers. Moment mal, wo kennst du den? Du heißt in Minecraft genauso und ich kann lesen, was du schreibst. Stimmt. So, also, das hier war schon ein etwas besserer Kanal. So, Leute, hallo und herzlich willkommen zu Pokémon White. Pokémon Schwarz. Ja, im letzten... Nope, White. Gut, hier habe ich halt 83 Videos, bla. Und nun ja, hier geht nichts mehr auf dem Channel. Hier geht nichts mehr. Weil? Jo, hier, vor 7 Monaten. Ha, und Sekonas hat mich angespammt. Lol. Ja gut, okay, das waren meine kläglichen Anfänge. Und so bin ich aufs Let's Play gegangen. Durch wie Emiro, den ersten Let's Play, den ich gesehen habe, weil ich bei I Wanna Be The Guy voll verkackt habe. Yeah. Habe ich einfach mal eingegeben, I wanna be the guy Gameplay und dann fand ich, let's play I wanna be the guy, the Emiro. Cool. Und ist das dann gerade Steam, was sich geöffnet hat? Ja, und mit Ultra Pro, der Team Fortress 2 spielt. Übrigens ein Spiel, was man sehr empfehlen kann. Kaufen. Free to play runterladen. Weiter geht's. Mhm. Hast du irgendwelche Vorbilder? Wie Emiro, andere Vorbilder, DK, und ich möchte irgendwann mal so einen guten Livestream wie er machen, aber an Let's Plays möchte ich meinen eigenen Stil entwickeln. Let's Play Vorbild, gibt's eigentlich kaum. Nun ja, die Like Headshotter waren früher meine Vorbilder, heutzutage sind sie halt, bin ich ihnen näher, als ich je gedacht hatte, also ich kann ja mit ihnen reden, wenn ich möchte und so, also, nun ja. Aus Vorbild ist Freund geworden. Das ist doch eigentlich was Cooles. Noch ein Vorbild, wenn ich irgendwann mal Real-Life mal Videos machen möchte, ist Apple War Pictures. Weil cool. Apple War Pictures. Apple War. Gesteakt. Hast du Skill? Hab ich Skill? Schaut euch meine Lost Levels Videos an, verdammt. Also, oh. Da denkt man echt, die Leute würden meine Videos gucken. Die Frage war von mir und ich hab dein Video geguckt. Hab ich jetzt verkackt? Nee. Ich wollte mir das Spiel letztens runterladen oder halt selber spielen. Ich hab's leider nirgendwo gefunden. Du wolltest es dir kaufen. Natürlich. Ja, ich wollte es mir kaufen. Ja. Total legal. Natürlich. Ja. Ich wollte dieses Spiel einfach mal spielen, um zu gucken, ob ich in Lost Levels besser bin als in Super Mario Bros. Irgendwas. World. Bla bla. Für die Wii, weil ich bin in Jump'n'Runs total schlecht. Yay. Okay. Wo war ich? Hier war ich. Weiß ich bist schon... du Kommi-geil? Ja, ich bin Kommentar-geil. Das habe ich auch schon gesagt. Also, Kommi-geil ist für mich kein Wort, aber... Ich fänd's wirklich richtig geil, wenn ihr wirklich mal einfach nur kommentiert. Kein Daumen hoch, kein Favo, ihr könnt ruhig einen Daumen runter geben. D-Favo, falls es überhaupt gibt. Aber bitte einen Kommentar schreiben. Und dieser Kommentar kann von Penis bis zu 2
und 30 Zeilen lange Texte enthalten. Da ich möchte einfach nur was lesen. Danke. Danke fürs Zuhören. Yeah. Wärst du gerne YouTube-Partner? Ja, wäre ich gerne. Werde ich auch vielleicht bald sein, wenn ich die Zusage von TGN bekomme. Aber ich will kein Geld damit verdienen. Ich möchte einfach nur ein YouTube-Partner sein, damit ich meine, wie soll man sagen, Videoqualität verbessern kann. Ich kann ja mit diesen Partnersachen ziemlich meine Videoqualität verbessern, kann die von YouTube hochskalieren lassen und alles Mögliche. Und Thumbnails und bla und neue Beschreibungen, Kanalhintergründe, Kanalfelder. Hat man halt alles als Partner, aber Geld damit verdienen mit 16, nope, vielleicht später irgendwann als Zubrot, aber wenn ihr dann denkt, dass ich geldgeil bin, drückt auf den gelben Button. Hat bei Julians Blog auch geklappt. So hat man die Idioten aussortiert. Und du drückst dann, okay. Du drückst nicht auf den gelben Button, oder? Nein, ich glaube nicht. Warum musstest du jetzt überlegen? Nein, okay. Machen wir weiter. Guckst du Let's Plays? Und wenn ja, von wem? Öffnen wir YouTube! Also, ich gucke. Yay. Weil ich es einfach nicht auswendig weiß. Ich habe, glaube ich, 90 Leute abonniert oder so. Du hattest mehr als 90 Leute, weil du hattest mehr Leute abonniert als ich. Das weiß ich. So. Also, ich gehe jetzt einfach mal auf Abos. So, da hätten wir, was ich gucke momentan, den gucke ich gar nicht mehr, den nur Apple War Pictures gucke ich momentan, oh, Moment, sind gar keine Let's Player, yay, Mirko gucke ich, Gaming Mafiosi gucke ich, weil die Minecraft Dinger da interessieren mich, Freaky gucke ich, Ren gucke ich ein bisschen, GameStar gucke ich die Let's Plays von Dead Island oder so, Galkan gucke ich sehr aktiv, German Let's Fail gucke ich gar nicht mehr. Könnte ich sogar jetzt direkt abonnieren. Grife gucke ich, wenn er wieder was hochladen würde. Gronk gucke ich aktiv. Herr DK gucke ich aktiv. Ink gucke ich aktiv, wenn er Taiko hochlädt. Keks gucke ich aktiv. Kizuna kann ich momentan nicht weiter gucken. Ich gucke ja noch ein paar alte Sachen nochmal. Demi? Cool. Ist Trish gucke ich aktiv, ihre Feuerrot-Parts kommentiere aber nicht, weil ich einfach nicht weiß, dass man zu Pokémon kommentieren könnte. Looks Like Link gucke ich sehr aktiv, sobald er, werde ich wieder aktiv gucken, sobald er Zelda 2 LP startet, weil das interessiert mich wirklich. Roxas gucke ich aktiv, obwohl, was hat er in letzter Zeit hochgeladen? Also Roxas im Sinne von Nabend. Stöpsel! ja. Funk würde ich gucken, wenn er wieder was hochladen würde. Wenn ja, Funk. Cuba gucke ich, Shadow gucke ich. Shadow! Rubini, Shara gucke ich ein bisschen. Also Caleb von Geilkind und so. Wenn MMUs pervers werden. Lol. Was? Warum habe ich White Titty abonniert? TF! Abo bearbeiten. Ich weiß es nicht. Abo bei White Titty kündigen. So, Live-Diabo. Sehr schön. Und jetzt kommen die ganzen Leute, die White City mögen. Wieso hast du ihn deabonniert? Because I can. Yay. So, und damit habt ihr schon gesehen, was ich so an LP angucke. Weiter geht's. Okay, welches Genre von Spielen magst du am liebsten? Spielst du am liebsten? Was für ein Genre mag ich? Ich mag Side-Scroller, also die guten alten NES-Side-Scroller, am besten aber Remakes. Dann mag ich Jump'n'Run. Ein bisschen stehe ich auch auf Shooter. Einen coolen Shooter kann ich euch wirklich empfehlen, Army of Two 1. Ist leider in Deutschland indiziert, also Grive wirst du dir wahrscheinlich bestimmt holen. Hust, hust. Aber mein allerliebstes Genre ist das Rollenspiel. Und ich kann euch ein Rollenspiel ans Herz legen. Ich hab's nie wieder gefunden irgendwo. Ich weiß, ich kann es mir auf eBay nachkaufen, aber die sind meistens verkratzt oder direkt für den Arsch. Dark Chronicle oder Dark Cloud 2. Das beste Spiel der Welt, verdammt. Und Tales of Phantasia auch noch. Und Tales of Symphonia. Und Hack und die Hack-Reihe. Und ach, halt einfach die Schnauze. Rollenspiele sind das geilste. Ende. Okay. Was war das erste Spiel, das du je gespielt hast? Tetris. Tetris.
Tetris für den Gameboy. Yay. Somit kann ich auch eine andere Frage beantworten. Wo habe ich meine erste, beziehungsweise meinen ersten Handheld-Konsole her gehabt? Die wird ja bestimmt auch kommen, oder? Ich weiß es nicht. Mache ich einfach mal so eine Zusatzfrage. Meinen ersten Handheld war der Game Boy Pocket. Den habe ich einfach mal random in Frankfurt bei der Bahn gefunden. Der lag da random auf dem Boden rum mit Tetris drin. Ich habe ihn mir geholt, weil niemand wollte ihn haben und ich kann ihn ja nicht liegen lassen. Hallo? Das war meine erste Begegnung mit einem Handheld. Yay. Der hat mir jetzt die Hand gehalten. Oh. Gott, aber flach. Ja, so flach wie diese Brust. Wo mein Finger hin zeigt, wo steht. Das sind alles drei Flat Chests übrigens. So, ja, okay. Jo. Da hatte ich meinen Game Boy Pocket her mit Tetris. War toll. Weiter. Okay. Wen magst du mehr? Mario oder Luigi? Gay Luigi? Nein. Ich bin Mario-Fan, weil ich von Luigi einfach noch nicht viel gesehen habe. Einfach nur Luigi's Mansion. Ja, es war ein geiles Spiel, aber es hat einfach nicht die geilen Spiele Mario Sunshine, Mario Galaxy, die ganzen alten die ganzen Jump'n'Run Marios. Reißt es einfach nicht raus. Okay. Spielst du WoW? Nope. Ich hab's noch nie angefasst und werd's auch nie tun. Okay. Hattest du schon mal PC-Verbot? Ja! Ja! Mit, Moment, lasst mich überlegen, 12 bis 14. Oh. Und ich glaube, das reicht für mein Leben, beziehungsweise für meine Jugend. Okay. Das ist einiges. Was zeichnet dich als LPer aus? Ich wusste, dass die Frage kommt. ja, weil, ja. So, als LPer zeichnet mich aus, was mich von anderen unterscheidet, ist der Spaß. Also ich lege ja so viel Hyperaktivität und Spaß in meine LPs. Also wirklich aktiver geht's nicht. Da kommt auch ein Geilkind mit seinen Skill-Sachen und so nicht durch. Ich finde einfach, ich bringe den meisten Spaß von vielen LPern in meine LPs rein. Vor allem, weil, wie soll man sagen, ich halt so eine kleine Gabe dafür habe, extrem hyperaktiv und gleichzeitig witzig zu sein. Aber leider funktioniert das ja nur im Internet. Hier draußen ist es so, in der echten Welt, im Real Life, nerv, sei hyperaktiv und du bist direkt unten durch. Punkt! Oh yeah. Okay. Seit wann LPst du schon? Ich glaube, als ich meinen PC zurückbekommen habe, also meinen Laptop zurückbekommen habe, der hatte übrigens 256 MB Arbeitsspeicher. Fun Fact. Und da habe ich ihn zurückbekommen, habe dann I Wanna Be The Guy gestartet, aufgenommen, also das war mein erstes Let's Play Video und es hat gelaggt und darauf hatte ich keinen Bock mehr, weil mir die Aufnahme abgeschmiert ist, 3 Parts hochgeladen und nichts mehr hochgeladen, weil wegen Scheiße. Yay. Weißt du, was du noch machen könntest? Jetzt so, du könntest deinen Abonnenten jetzt Fragen stellen, so irgendwann, wann hatte ich Geburtstag? Man merkt mal, wer aufgepasst hat. Nein, okay. hast du Touhou Hisutensoko? Ich besitze jedes Touhou-Spiel hier. Also auf meiner Platte, okay. Aber richtig Touhou-Spiele an CDs original habe ich nur Touhou. Warte, lass mich überlegen. Highly Responsive to Prayers, also Touhou 1. Mhm. Touhou 6, Embodiment of Scarlet Devil. Und hier Hisutensoko. Es ist Scarlet Weather Rhapsody. Oh ja, ist cool. Okay. Wieso hast du so viel Zeit, um aufzunehmen? Ich habe nicht viel Zeit, um aufzunehmen. Ich habe nur viel Zeit, um am Computer zu hängen, weil meine Hausaufgaben ja so momentan so fucking easy sind, weil ich ja schon alles kenne und so. Ich kam ja hier direkt an den PC um 13.15 Uhr. Ich habe mich um 13 Uhr an die Hausaufgaben gesetzt. Jo.
Okay, da fällt mir, ich muss hier... Nein, okay. Spielst du League of Legends? Hab's mal. Bis Level 15 hatte ich keine Lust mehr, weil mir dann meine gekauften Champions abgelaufen sind. Oh, du hast weiter gespielt als ich. Yay! Aber ich spiel's nicht wirklich aktiv. Ja, und ich stell mal lieber den... Ich spiel eigentlich kein Spiel aktiv. Ich stell mal lieber den Teller vom Tisch runter, weil sonst kick ich ihn gleich noch runter, macht das clear. Und dann haben wir ein Highlight in diesem Let's FAQ. Yay! Okay. Was guckst du für Leute auf YouTube? Im Allgemeinen. Also nicht nur Let's Play, sondern überhaupt. Ja, die ganze Let's Play, die ich genannt habe. Dann Apple War Pictures. iBlali. Ray William Johnson. Julians Blog. Hallo? Ja. So, wen, was? Warte, wen noch? Julians Blog gucke ich. Lass mich überlegen. Ich gucke jetzt nicht nach, weil ich dafür zu faul bin. Was gucke ich noch? Lass mich gerade überlegen. Lass mich überlegen. Ja, ich mach doch gar nichts. Red Devils gucke ich gerne, weil der halt ziemlich viel an Torkram hochlädt. MoMA kann ich eher nur hören. Also MoMA 2 und Chaos Angel 208 sind halt beides Leute, die Toro-Remixe hochladen. Und ich krieche hier auf meinem Boden rum in meinem FAQ, weil mir mein Headset runtergefallen ist. Und du auf dem Boden liegst. Geil. Lieg auf dem Boden vor mir, Miyako. Nein. Nein. Das halt hört sich falsch an. Ja, wenig, aber nur. Ja, okay. Ja. Okay. Kleine Fun-Frage. Was tue ich, wenn mir auf einmal gleich die Aufnahme abschmiert? All Caps Rage! Okay, weiter. Oh Gott. Okay. Mein PC. Okay. Hier, so. Wie lange spielst du schon Osu? Seit dem 15. November 2010. Und mit Pause bis zum 3. März 2011 und dann habe ich am 4. März 2011 wieder angefangen, bis jetzt. Aber ich spiele nicht aktiv. Ich spiele alle drei Modis so durch die Gegend. Aber aktiv werde ich erst spielen, sobald ich mein Bamboo Wacom Pen and Touch Tablet habe. Yay, das hab ich auch. Yay. Okay, was für ein Minecraft-Skin hast du? Jomo. Jo. Spielst du auch mit oder gegen Fans irgendwelche Spiele? Sehr gerne. Kommt, Leute, schreibt mich einfach in Skype an oder so. Ich hab ja sowieso nie was zu tun, weil ich voll der hobbylose Gamer bin und so. Hobbyloser Gamer, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Paradoxon-Alarm! Also, Hiso Tensoku, battle ich gerne gegen euch eine Runde. Team Fortress, sehr, sehr gerne. Lass ich noch überlegen. Du holst ja auch mal Team Fortress, Miyako. Ja. Doch! Okay. Sonst werbe ich eine Nyan-Cat auf dich. Okay. Siehst du, mit Nyan-Cat kriegt man alle rum. Dann würde ich gerne mal eine Runde Toho Sky Arena gegen euch spielen, obwohl das mein Gamepad nicht mitmacht, weil es zu wenig Tasten hat. Dann Toho 9. Weil das kann man ja im Hamachi-Mode zu zweit spielen. Dann würde ich gern Minecraft mit euch spielen. Greif hat ja einen Server, also wenn man euch vertrauen kann, lassen wir euch drauf vielleicht. Oder Greif macht einen Public-Server. Übrigens kann ich da so direkt mal Werbung für unser Toho-Forum machen und so, weil toll. Miyako? Miyako? Moment, kurze Pause, mein Skype macht Probleme. Juhu, mein Internet ist abgeschmiert. Kurze Pause, bis gleich, Leute. Und da sind wir wieder. Yay. Technische und mütterliche Probleme. Oh, oh. Oh ja, super. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei der Frage, ob du mit Fans spielst, glaube ich. Jo, Minecraft werde ich auch noch mit Fans spielen. Da könnt ihr ja auf dem Server joinen, beziehungsweise kommt einfach zuerst mal mit uns in Skype, redet dort und vielleicht, ja,
Skype. Dann Minecraft-Server und dann vielleicht spielen wir mal zusammen. Oder wir machen es wie gestern, gehen zu Default und spielen da oder zu Markus oder bauen einen Baum auf TNT. Ja. Der war geil, oder? Alter, wir haben einen Kaktus gebaut im Creative Mode, also so einen riesigen Kaktus und den mit TNT gefüllt. Dann den gesprengt und Miyako reingeschmissen. Lol. Oh ja, nein, ihr habt mich in den Stufenbaum geschmissen. Ah ja, genau. Gut, weiter geht's. Dann habe ich den Stufenbaum angezündet. Ja, weiter geht's. Okay. Gibt es Dinge, die du in Super Mario Bros. 3 von ganzem Herzen hast? Den Big Boss Fisch. Yay, der ist so toll. Der macht einmal nom 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 nom. Du bist tot. Hassen. Und der wird auch, glaube ich, später nochmal kommen. Ich bin da aber nicht sicher. Ich habe noch nicht weiter aufgenommen, als ich hochgeladen habe. Hm. Das ist gut. Okay, Moment. Wir haben wieder einige Fragen von Miss Hexe. Yay! Jesus! Hast du Lösungsbücher... Deutsch. Hast du Lösungsbücher zu irgendwelchen Spielen? Ja, zu Zelda Ocarina of Time, obwohl ich Ocarina of Time nicht besitze. Fragt nicht nach der Logik. Und ja, ich besitze kein Ocarina of Time. Ich habe es zwar durchgespielt, Emulator und so, aber ich habe es nicht original, weil es mir einfach für die 210 Euro damals am ersten Tag zu teuer war. Und bis da, und dann habe ich es nicht mehr gesehen. Lol. Oh. Ja, mittlerweile kostet es wahrscheinlich auch schon wieder so viel, weil es jetzt mehr zu Sammlerstücken Sammlerstück oder so. Ich habe es aber auch nicht. Ich habe noch kein einziges Zelda-Spiel gespielt. Okay. Das wird nachgeholt. Bald gibt's ein LPT zusammen mit Miyako. Yay! Yeah. Wo bekommst du die Toho-Musik her? Wo bekomme ich die Toho-Musik her? Da habe ich einen kleinen Link für euch. Yay! Links, ihr lieben Links! Yay! Ja, hey. Ihr lieben Links und auch Zeldas und bla, bla. Und ich sehe nicht, was du aufnimmst. Ah, Skype. Du bist ja so toll. Ja, Skype ist wundervoll. Okay, So. Was? Hier haben wir erstmal YouTube. Dann geben wir oben anstatt User Katekyomaro, User slash Moma, nein, nicht 3, 2 an. Der Link kommt auf jeden Fall in die Beschreibung. Ja. Und hier ist Toho Hardcore Kram, Psytrance, Dubstep, Electrotance, Nyan Cat? Ja, Eurobeat. Wisst ihr was, Leute? Das hat Stil. So, im Hintergrund läuft jetzt Musik. Yay, Musik! So, von dem hier kriege ich den Kram hier her. Nee. So, und der nächste, den ich euch zeigen möchte, ist youtube.com/ Chaos Angel 208. Nein, 207. Fail. 9. Nein, 206. Ach, fu. 209, keine Ahnung. Das war so richtig. Hier, der macht Toro Metal. Das habe ich mir verschluckt. Der hier macht nur Metal-Kram. Yay, Toho Metal. Der ist wirklich richtig awesome. Chaos Angel 209 und MoMA 2 kann ich euch nur empfehlen. Da kriege ich die Toho-Musik her. Beziehungsweise von deren Link The Poltergeist Mansion. Hier könnt ihr euch dann hier die drei Playlists Metal, Techno und Classic runterladen und ich kann euch die beiden oberen Playlists auf jeden Fall empfehlen. Die untere Playlist, die habe ich noch nicht ganz durchgehört. Aber es sind auch gute Tracks drauf. Weiter geht's! Okay, was ist Toho? Okay, ich bin weg. Tschüss. Nein, was ist Toho? Toho ist die Verwirklichung des Lebens. Nein. Also, Toho ist eine
2D, dann Marco-Shooter-Serie. Dann Marco heißt Bullet Hell, also Vertical-Shooter-Serie. Wo... Vertical oder Horizontal? Vertical. Stimmt schon, Vertical. Ja, Vertical-Shooter-Serie. Mit denen ihr halt mit entweder Remo, Marissa, Sakuya, Remilia, Yomu oder Sanae... Oder Aya? Nein. Aya war nur in Shoot the Bullet. Nein, Aya kam noch in keinem Teil als Spieler. Doch, in Shoot the Bullet. In Shoot the Bullet, ja, okay. Und aber in Double Spoiler. In den meisten Spielen ist sie nicht. Ja, mit diesen Charakteren kämpft ihr euch durch verschiedene Stages, die eine gewisse Geschichte erzählen. Zum Beispiel, ich kenne jetzt nur die Geschichte von Imperishable Knight, in dem es um Kaguya Horizon geht, die, ach, spielt das Spiel durch, sonst nicht, spoiler euch nicht. Auf jeden Fall ist es einfach total geil, Toho. Wodurch Toho seine ganze Popularität gewonnen hat, ist nicht nur durch die 13 Spiele, die davon bis jetzt rausgekommen sind, sondern durch die Musik, durch diese Fansachen, also Fanmade Games. Und nun ja, oder Zeichnungen von Toho-Charakteren halt. Da sieht man ja auf Danboro ziemlich viele, beziehungsweise die hier, die ist toll. Meine Zeichnung des Todes und so. Auf jeden Fall sehr schönes Spiel, nur zu empfehlen, Toho. Es gibt ja sogar schon so Ableger, es gibt ja sogar schon einen Skin für Team Fortress, der mit Toho zu tun hat. Einfach mal einen Greif wenden dafür. Und nun ja, Toho ist halt einfach awesome, dagegen kann man nichts sagen. Jo. Dann sei! Yay! Und gerade habe ich Shikiki hier. WTF. weil in Toho 9 und so kann man ja sehr viele Charaktere eigentlich spielen. Du spielst gerade Toho 9, während du mir Fragen stellst? Nein. Ich spiele das gerade nicht. Ich habe es nur gerade geöffnet und als du dann Sei gesagt hast, hatte ich Shikiki offen. Yay. Und so. Yay, ja. Einfach yay. Ja. Yay, Sos! Yay! Dann Sei! Nein, gut, okay, weiter. Okay, welches Let's Play magst du am liebsten? Wie? Ja, welches Let's Play? Von meinen momentan gemachten oder überhaupt? Nein, von anderen Leuten. Welches du da am liebsten magst? Welches ich am liebsten mag? Let's Play Final Fantasy X von Deathmig. Das war der Hammer. Mhm. Okay, wie viele Let's Player kennst du persönlich? So, also persönlich im Sinne von Skype oder so. Persönlich. Getroffen. Ja, die Like-Headshot-Gruppe, die habe ich jetzt gesehen auf dem Japan-Tag und habe auch schon viel mit denen gesprochen. Hey. Shren hat mich aus irgendeinem Grund geblockt, keine Ahnung warum. Ist mir Wayne. Wenn nicht, dann eben nicht. Was noch? Joa. Sonst eigentlich kaum. Emero und DK habe ich auch gesehen auf dem Japan-Tag. Die waren cool. Ja. Und sonst persönlich. Ja, Shorty Cuber. Okay. Ja, gut. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Ich bin halt noch nicht so fame mit diesen Leuten. Doch, The Player News kenne ich noch, aber. Ist der Let's Player? Ich weiß es nicht. Naja. Kenne ich nämlich gar nicht. Okay. Wie lange willst du noch Let's Playen? Bis es mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf. Aber ich glaube, das macht mir noch richtig lange Spaß, weil ich einfach viel Spaß an Games habe. Und solange es Games gibt, werde ich niemals aufhören. Was total unrealistisch ist, weil irgendwann muss ich aufhören, weil... Nun ja. Naja, weißt du, du hockst mit 83 vor deinem PC. Herzlich willkommen zum Let's Play von Call of Duty 80. Oh Gott. Weiter. Das. Ja, okay. Was machst du, wenn du nicht Let's Play? Leben? Oso spielen. Oso spielen, Oso. Schlecht drin sein, mit / German chatten. Ah, oh, dieser Chat ist awesome, vor allem Drano. Naja.
Arkham. Okay. Nee, oder einfach in der Konfi rumhocken und Team Fortress spielen. Mhm. Weil ich heute Abend übrigens auch wieder tue. Yay. Oder Leute mit Kissen bewerfen. Ja, genau. Sternchen, bewirft Miyako mit Kissen. Yay. Aber das Partykissen kriegst du nicht wieder. Okay. Böse. Wie groß ist deine Spielesammlung? Au. Ein Schrank, zwei Schränke. Wow. Lass mich genau abzählen. 72 PS2-Spiele, 28 N64-Spiele, 7 Xbox-Spiele, 13 Xbox 360-Spiele, 18 Wii-Spiele und 2 PC-Games und Pokémon Online. Yu-Gi-Oh! Online, sowas. Ah, okay. Wie bist du auf den Namen Katekyo Maru gekommen? Durch die Anime-Serie Katekyo Hitman Reborn. Und das Maru habe ich mir von dem Inuyasha-Charakter Sesomaru geholt, weil nun ja Sesomaru, das war der Grund, weshalb ich überhaupt Inuyasha geguckt habe, weil nun ja, ich habe wirklich jede Folge geguckt und in jeder, wo Sesomaru drin war, ja, die habe ich gesuchtet und aufgenommen. Okay. Ich mag Sesomaru, der ist cool. Kenn ich nicht. Was? Ich hab nie Inuyasha geguckt. Okay. Ich hab auch das holst du heute nach. Nein. Doch. Nein, ich muss erst Higurashi zu Ende gucken. Ich auch. Und Code Geass und Soul Eater. Ja gut, okay, Soul Eater habe ich die ganze deutsche DVD-Box. Ich kam heim, meine Mutter hat mir die deutsche DVD-Box gegeben und die Synchro ist für den Arsch. Yay. Alter, ich will auch. Oh, ich will die Originalversion. Weiter. Okay. Wie viele DVDs hast du? 2. Also ohne DVD-Box. 2. Ist ja der Wahnsinn. Ich bin so kortoll. Also ich habe mehr DVDs, glaube ich. Ich könnte jetzt nachzählen, aber ich bin zu faul, meinen Kopf nach links zu drehen, weißt du. Meine Mutter war richtig episch. Die meint zu mir, ja, du hast jetzt eine Wii. Da habe ich eine Blu-ray-DVD gekauft. Epic Fail. Ja, das war das mit der PS3 und dem Blu-ray. Ja, auf einer Wii Blu-ray gucken, da müsste die Wii ganz schön fortschrittlich geworden sein. Sieht, auf einmal. Der Wii U funktioniert das. Mhm. Okay. Kennst du das Spiel Spore? Ja, ich kenne das Spiel Spore. Die Frage hat bestimmt Lars gestellt. Nein. Nein? Die Frage kam von... Ich bin immer noch bei den Fragen von Miss Hex. Okay, das Spiel Spore kenne ich und... Aber ich... Hab keine Ahnung, was da so toll dran sein soll. Sieht aus wie so eine Art Garry's Mod und Sims für Tiere. Okay. Hä? Okay. Was für Computerspiele hast du? 4123, Oblivion, Morrowind, Fallout 3 und meine ganze Steam-Sammlung, was total wenig ist. Als nächstes steht an Fallout New Vegas, nachdem ich 3 durchgespielt habe. Oh, und vielleicht ganz gut habe. Aua, jetzt habe ich die Ohren weggehustet. Mhm. Ist dann nicht ja gut. Ja, und jetzt habe ich noch mal ein paar Fragen von einer guten Freundin von mir. Welche Spielefirma bevorzugst du? Nintendo. Spielst du Spiele im Multiplayer-Mode gegen Freunde oder Fremde? Sehr gerne. Okay. Sehr gerne. Und warte mal. Und da kommt jemand die Treppe hoch! Sehr geil! Moment. Yay! Mute. Leute, meine Schwester geht den halben Weg hoch, dreht sich wieder um und geht wieder runter. Und hat zuerst meine Tür wieder geöffnet. Kotzen. Ja, noch eine Frage. Ich bin leicht aufzuregen bei sowas. Ich mag es nicht, wenn meine Tür offen ist. Moment mal. Ich kann mal die Heizung andrehen. Kurz AFK. Heizung andrehen. Es ist schon verdammt kalt im Moment, ja. Wieder da. Bei welcher Frage waren wir jetzt nochmal... Die ich gerade stellen wollte, aber die davor war das mit dem Spiel zu spielen, Multiplayer-Modus gegen Freunde oder Fremde. Ziemlich gerne und am meisten Team Fortress.
2. Zwei! Und du holst dir das! Ja, okay, nachdem ich mir Vindictus geholt habe. Nope. Okay. Kennst du Yu-Gi-Oh? Ja, kenne ich. Sammelst du oder hast du Yu-Gi-Oh Karten gesammelt? Ich hab sie gesammelt. Bis zu 5Ds. Und 5Ds ist mir nämlich alles angekotzt. Ich hab mit meinem Deck nämlich immer verloren gegen diese scheiß Kombi mit drei Eisenschrottvogelscheuchen. Wem diese Karte was sagt. Mhm. Eine Falle. Wenn du sie aufdeckst, kannst du sie am Ende der Runde wieder zudecken und in der nächsten wieder benutzen. Damit kannst du 100% einen Angriff annullieren. Und wenn er drei auf dem Feld hat, kotzen. Mhm. Und dann noch eine Karte, die verhindert, dass du Harpien Flederwisch aktivieren kannst. Mein bevorzugtes Deck war übrigens das Ancient Sanctuary Deck. Das mit Horus, diesem komischen Dingsdrachen da. Ich hab's vergessen. Zeitdrache? Keine Ahnung. Horus, Phönix, Dings. Oh. Ja, weiter. Okay. Horus Level 10, sowas. Das waren diese Level, ja. Auch schweigsamer Schwertkämpfer und sowas. Okay, gut. Das war nämlich die letzte Frage im Bereich LPs und Games, ne? ETF? Schon? Ja. Ja, du wirst dich wundern, wie wenig Fragen wir im Bereich Technik haben. War das Ironie? Nein, das war mein Ernst. Zu Technik haben wir voll wenig irgendwie. Habt ihr alle nicht das technische Know-how oder was? Ja, Leute, wir schreiben alle Glückwunsch an. Zu Rafter, du hast einen Auftritt in meinen LPs, danke. So. Ja, okay. Dann machen wir weiter mit dem Bereich Technik, oder? Siehst du eigentlich meinen Bildschirm? Ja. Weil ich nämlich nicht diesen coolen roten Rahmen sehe, den ich normal immer da rum hab. Ja, ich sehe deinen Bildschirm. Yay, und geil, mein Bild hat sich geclosed. Ich sehe einen Sakuya... Dings. Dingens, in schwarz-weiß. Jetzt nicht mehr. Okay. Warte. Mal husten. Was hast du für einen PC? Mein PC ist ein... Medion Aldi PC, der mir gute Dienste leistet, weil er i7 ist, ein gutes Motherboard hat, ja, ist ein i7 Prozessor mit 2,9 Gigahertz pro Kern. 6 Kerne, sollte eigentlich recht gut sein. Hat ein ziemlich gutes Motherboard, 2 ATI Radeon 9400er Grafikkarten, also die besten, die momentan auf dem Markt zu kriegen sind. Eine gute Soundkarte, hört man ja hier dran, mein Headset rauscht nicht oder quiekt, wie das von Lars! Nee. Und mein Headset... Rausch ich eigentlich? Ob ich rausche? Nope. Doch, etwas, ja, weil in deinem Hintergrund war gerade deine Mutter zu hören. Nein, die ist nämlich gerade eben weggefahren, weil sie sich eine Jacke holen muss, die kann gar nicht hier sein. Lol, weil du hast gesagt, rauschig und ich habe im Hintergrund ein Hä gehört. Ein Hä? Das war mein Stuhl, weil mein Stuhl macht dann... Dein Stuhl ist nie an, Cat. Ja. Genauso wie du letztens dachtest, dass meine Katze mit mir spricht, obwohl ich gesungen habe. Hm. Ja, und deine Katze schon tot ist. Ja. Am Tag, wo wir eine Englischschulaufgabe geschrieben haben, was mich immer noch ankotzt. In die Englischschulaufgabe hast du eins geknallt, wegen hier der Antithese und so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, weiter. Okay, wie viele Bildschirme hast du? 1, 2, 3. Yay. Welche Programme benutzt du zum Rendern und welche zum Aufnehmen? Okay, so. Zum Aufnehmen benutze ich... Jetzt finde ich es nicht mal auf dem Desktop. Da, ich hoffe, man sieht das. Das ist Fraps. Ein Programm, das sich Fraps nennt. Fraps. Was du gerade gar nicht benutzt. Hä? Was? Was du gerade im Moment nicht benutzt? Ja, im Moment benutze ich nämlich gerade...
Camtasia Studio 7. Yay! Das habe ich das auch. Das war die gekaufte Version, die ich zur Kommunion bekommen habe. Lololol. Interessant. War das eine Tür? Ja, das war eine Tür und meine Schwester. Sag Hallo. Hi. Fail. Das war Ironie. Du solltest nicht Hallo sagen. Trink dein Schokodrink. Fail. Ich habe nicht gemutet. Da, dum, dum, dum. Tür zu. Pause. Die Olaf or... Ich weiß eigentlich überhaupt nicht. Egal. Little Sister, whatever. So, auf jeden Fall Camtasia und Fraps benutze ich. Zum Rendern benutze ich Camtasia oder Sony Vegas Pro 9, wovon ich aber momentan gar keine Ahnung mehr habe, weil ich es voll verstellt habe. Da muss mir erstmal wieder ein Pro Drive dazwischen funken. Und nun ja. Ich muss sagen, diese Programme sind verdammt gut. Bieten auch eine gute Qualität, aber brauche ich ja nicht, weil ich keine aufwendigen Spiele LP. Bis auf das hier. Fallout 3. Bald. Irgendwann auf meinem Kanal. Hey. Vielleicht als Projekt. Und so. Vielleicht. So, auf jeden Fall nächste Frage. Yum, 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 yum. Hier. Was für eine Grafikkarte hast du? Habe ich doch gesagt. ATI Radeon 9460. Was hast du für eine Internetverbindung? Eine Scheißverbindung! Ein Hamsternet! Die Internetverbindung hamstert. Ja, gerade eben als Mirko weg war, ist mein Internet auch mal wieder abgeschmiert. Ich hab's gemerkt. Jo. Ja. Auf jeden Fall, so, was habe ich? Kabel Deutschland. Seit neuem. Vorher hatte ich 1 und 1 und Kabel Deutschland ist genauso scheiße. Okay. 1 und 1 hat bei mir 1,1 KB durchgelassen. Kabel Deutschland lässt bei mir 11 KB durch. Wow. Alter, meine Güte, nur weil Kabel Deutschland das Komma entfernt hat, ist es nicht gleich besser. Hm. Ich weiß nicht mal, wie viel bei mir kommt, aber ich habe Vodafone und das funktioniert. Okay, nächste Frage. Hast du ein Gamepad und wenn ja, was für ein? Ein Faking Xbox Gamepad. Es sieht aus wie ein Xbox Gamepad, ist aber von Big Ben und ist nicht kompatibel mit der Xbox. Yay. Supi. Ich werde mir aber bald einen USB-Adapter kaufen, damit ich dieses schöne, schwarze, tolle Toho, also mit Toho-Stickern und so besetzte Ding hier benutzen kann. Was Staub angesetzt hat. Puh, boah, mehr Staub als Remu. Okay. Weiter geht's. Nyan-Cat. Nyan-Cat. Wow. Wie oft haben wir Nyan-Cat schon erwähnt? 42! Was für Konsolen hast du? Xbox, N64, PS2, Wii, PS1 mit dabei, NDS, NDS XL, NDS EI, NDS 3DS Dings. Super NES, die nicht mehr funktioniert, weil wegen Staub und was ist noch, lass mich überlegen, wo steht denn die? Unten steht noch die alte NES, die aber trotzdem irgendwie trotz Staub funktioniert. Das ist doch gut. Nein. Du hast mir gerade eine Frage genommen, Manu. Was denn? Okay. Welche? Ja, die kommt noch. Benutzt du MMD? Sprich Miku Miku Dance. Nein, ich wollte mal benutzen, ist es mir aber zu kompliziert. Grime hat mir letztens was hingebogen, nämlich eine Animation zu Garbage Day mit Suvako und Sanae. Garbage Day! Suvako schmeißt erstmal nichts. Und Sanae fasst sich dann an den Kopf. Ow! That kinda hurt! Was that bleeding? No, I guess it's alright. Ouch though! Okay, ja. Aber ich habe auch mal ein bisschen damit gearbeitet und es geschafft, mir Miku 10 Schritte nach vorne gehen zu lassen und dann springen zu lassen. Yay. Wuhu! Neko Miku Rei? Nein. Nein, das... Nein, nein. Danke. Okay, noch mal ein paar Fragen von Miss Hexer 27. Wieso stellt sie nur so viele Fragen? Because she can. Yes. Aber Moment mal, wo sind die Fragen vom unbekannten Soldat?
Die sind zwischen Reihen irgendwo. Misttrauisch. Du solltest die Leute doch am Namen nennen, du Baum. Ja, ich wollte... du hast mich gehetzt, dass ich 200 Fragen brauche. Deswegen habe ich sie alle einfach nur noch aufgeschrieben. Nyan Cat. Okay, ich mache jetzt weiter. Nächstes Mal nicht. Wie lange hast du schon Skype? Was? Wie lange hast du schon Skype? Wie lange habe ich schon Skype? Skype habe ich seit die Version 3.9 raus ist. Also 5 Jahre. Wow. Aber Skype habe ich seit 5 Jahren und habe es damals benutzt, um mich mit meinem mit meiner Flive-Gilde zu verständigen, weil mich TS2 damals noch so tierisch angekotzt hat. Bei mir funktioniert der Scheiß überhaupt. Und Leute, ich kann Flive gar nicht empfehlen. Drecksspiel. Spielt es niemals. Spielt lieber Elsword und Vindictus. No, Elsword. Vindictus. Wollte ich auch mal anfangen. Ja, yeah, Vindictus. Da, die Fortress 2. Die Fortress 2, die Nyan Cat Edition. That Scout is a fucking Nyan Cat. Nyan. Dizzy Spell. Oh, Dizzy Nyan Cat. Okay. Gehst du gerne zum Mediamarkt? Ich habe keinen Mediamarkt hier in der Nähe. Nur einen Saturn. Und auf den habe ich keine Lust, weil wegen... Der ist teuer. Viel zu teuer. Ja, ja. Konrad und so ist aber auch immer voll teuer. Okay, welches Betriebssystem hast du? Windows. Welche Version? 7. Windows 7 Ultimate, 32-Bit. Das könnte man sogar wissen, wenn man eins seiner Vlogs-Dingens da geguckt hat. Egal. Hast du einen USB-Stick? Nein. Wieso nicht? Weil ich keinen USB-Stick besitze. Ich verliere die Dinger immer. Beziehungsweise ich setze mich hin in der Schule und dann steck sie dann in den PC rein und vergesse sie dann wieder mitzunehmen. Letztens hatte ich meinen USB-Stick mit meinem ganzen Dojins. Oh. Ich erläutere das nicht weiter. Nein, lassen wir das. Ja, den habe ich meinem Lehrer gegeben und er hat die ganzen Präsentationen durchgeguckt. Lololololol. Okay, noch eine Frage. Was für Programme hast du? Wofür? Nein, überhaupt so. Einfach nur, was für Programme hast du? Okay, das kann jetzt ein bisschen wehtun und lang dauern. Yay, wir haben gleich 2 Stunden. Adobe Reader 9, Apple Software Update, BitTorrent, Internet Explorer, Livestream Procaster, Microsoft Office, Microsoft Security Essentials, das ist übrigens mein Betrieb, mein Virenprogramm, Mini-Anwendungsgalerie, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, PaintNet, Spielen, Easy Bits Go, Standardprogramme, TeamViewer 6, Windows Anytime Upgrade, Windows DVD Maker, Windows Media Center, Windows Media Player, Windows Update, Windows Fax und Scan, WinRAR, XPS Viewer, Tor Mountain of Faith, Alaplaya, Autostart, AVS4U, war mein alter Grabber, Bethesda Softworks, das Oblivion, Blue Mika, das ist das Marissa, das Remilia Game, Camtasia Studio 7, Catalyst Control Center, CorelDRAW Essentials, Daemon Tools Lite, FFD Show, MMD, Final Fantasy Online, Fiesta Online, Fraps, Frontier Aya, Games First, Games, wo drin ist, Chess, Darksiders. Warum ist Darksiders bitteschön bei Games drin? Minesweeper und so ein Scheiß. Gatling Cat, da sind die ganzen Tohokatsuki Kidan-Spiele drin. GIMP, Google Chrome, Hamachi, Zero mit Toho Sky Arena, also Intel, Level Print, Livestream Procaster, Microsoft Apricale, Microsoft Office Starter auf Deutsch, Microsoft Silverlight, Nexon, da ist Vindictus und MapleStory drin, Nvidia Corporation, Ozu, Penumbra, Pokémon Online, Power2Go, PowerDVD, Copy, QuickTime, Runes of Magic, Skype, Sony, Steam, Stepmania, TeamSpeak 3 und 2, Wartung, Windows Live, Zubehör und die ganzen anderen Toho-Spiele. Oh mein Gott. Also eine so Sache, die ich rausgehört habe, die ich irgendwie gar nicht leiden kann, ist Penumbra. Ich habe noch Amnesia, aber das habe ich gelöscht, weil lame. Boah, Amnesia.
Okay. Ich habe noch genau 5 Fragen in diesem Bereich und dann hatten wir den Bereich Technik. Und dann noch? Und dann eben noch Sonstiges. Wo wieder einiges und ist. Da öffnet sich mein Steam auf einmal. Yay. Tada. Ach ja, übrigens Leute, ich habe in Steam einen neuen Namen angenommen. Ich heiße TIW und Dingsbums Hatate Himekaido. Himekaido. Mit einem coolen Hatata-Avatar. Hatabata! Mit einem Hatabata! Hatabata! Ja, weiter. Okay. Was ist besser? Windows Vista oder Windows 7? Windows 7! Windows Vista ist ein Virus. Virus Inside. Switch to Apple. And never play it again. Okay. So, das war von Ink. Weil ja, Ink hatte Windows Vista. Du hast Vista? Ja, ich hab Vista. Ich hatte bisher einen Hacker drauf. Vater unser im Himmel, rette unsere Miyako. Dein Betriebssystem komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf dem Computer. Bla 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 heute. Und vergib uns unser Vista, wie auch wir vergeben dir unser Windows 98, keine Ahnung. Und führe uns nicht in Vista, sondern erlöse uns von ihm. Denn dein ist Windows 7, Mac und der ganze andere Scheiß in Ewigkeit. 7! 9! Nein! Das hat nur... Ich muss trinken. Mach das. Ich muss husten. Tu es nicht! Du hast es getan, Let's Play versaut. Wir müssen neu aufnehmen. Ja, nochmal 2 Stunden. Yay! Schuld. Was? Warum sagst du Axel Schulz? Naja, weiter. So. Magst du den Nintendo DS? Ja. Das Einzige, was ich daran nicht leiden kann, sind die Stifte. Die verliert man dauernd. Du verlierst einiges, oder? Ja! Okay, die Frage wäre auch geklärt. Verliert Kategorie Maro viel? Ja. Sag jetzt nicht die ganze... Was? Die Frage gab's nicht wirklich, oder? Kann sein. Holy moly. Ich kann nachher gucken, was... Holy moly. Was hältst du vom 3DS? Ich besitze ihn und ich finde ihn geil. Und Ocarina of Time in 3D ist auch geil. Ich mag den 3DS irgendwie nicht, da tun mir voll die Augen weh. Ja, ist genau wie im 3D-Kino. Ich habe Alice im Wunderland auf 3D geguckt und bin eingepennt, weil mir die Augen wehgetan haben. Ich habe 23 Euro für den Scheiß bezahlt. Wow, bei euch kostet der 3D total viel. Nein, das Popcorn! Achso. Ja. Ich habe erst einen Film in 3D geguckt und der war nicht mal teuer. Und jetzt habe ich so eine lustige 3D-Bille hier rumflacken. Was so ungefähr die vierte ist, die hier rumliegt. Probability? Ja. Ja, mach mal weiter. Okay. Hast du Probleme mit der WASD-Steuerung? Ja. Warte, ich werde angeschrieben, cool. Ich merk's. Weißt du, ich wurde auch angeschrieben. Stimmt, du bist ja auch in der epischen Gott, wie du so absolut tot ist. Ja, okay. Können wir dann weitermachen. Yo, Probleme mit der WASD-Steuerung? No. Ich habe nur Probleme mit der Sprungsteuerung, weil die ist ja meist auf der Leertaste. Und diese tanzt bei mir rum, weil ich habe mal zu fest bei Taiko draufgehauen. Und seitdem springe ich mit E. Der Aktionstaste in jedem Spiel. Ja, eins. Oh. Ich habe mal eine Taste von meinem PC kaputt gemacht. Habe ich auch. Braucht man die F12-Taste eigentlich? Mir fehlt die auch. Yay! Ja, ich habe sie mir aufgehoben, dieses Teil da oben, habe sie ganz da draufgelegt. Dann ist mein PC runtergefallen, also mein Laptop runtergefallen und dann war die Taste weg. Und die, ich glaube, die wurde sogar unser Staubsauger gefressen. No. Okay,
Benutzt du Maus oder Touchpad? Wie Touchpad? Ich hab... Ja, also... Ich hab noch kein Grafiktablett. Ich benutze Maus. Nein, eben nicht Grafiktablett, sondern das, was bei den meisten Laptops... Ich hab einen Rechner. Jo. Also übrigens sich das. Wie lange halten deine Kopfhörer? Meine Kopfhörer? Die hab ich vor 4 Monaten gekauft und sie haben bis jetzt noch keine einzige Macke. Noch nicht mal irgendeinen Kratzer. Wirklich noch keinen Kratzer. Außer vielleicht den hier vorne, den ich mir selbst mal mit den Zähnen zugefügt habe, als ich mein Mikro zu nah in den Mund genommen habe und Om Nom Nom gesagt habe. aber sonst läuft alles ziemlich gut. Es ist halt kein hier so ein Dings mit riesigen Ohrmuscheln, sondern so ein Nacken-Dings-Bums-Headset. Was auch voll cool ist, weil das ist so gemacht, dass du dich da hinten reinlehnen kannst und kannst da drin theoretisch auch liegen. Lol. Boah, wie geil. Ich habe nur solche mega fetten Kopfhörer immer auf. Ich hör mich dann selbst nie. Okay, eine Frage wäre noch, ob du ein Grafiktablett hast. Nope. Nein, hast du nicht. Warum hast du kein Grafiktablett? Weil ich das erst bekomme. Zu meinem Geburtstag. Es ist klar, dass ich ein Bamboo Wacom Pen & Touch für 250 Euro bekomme. Aber kein normales Pen & Touch, sondern ein Pen & Touch, das ungefähr ein Viertel meines Tisches einnimmt. Oh. Also ich Osu nicht mit dem Stift spiele, sondern mit dem Finger. Ja, das ist so, da so, ja, das wollte ich mir auch endlich mal. Ich habe so ein kleines irgendwie. Nur spinnen kann ich damit nicht. Ja, das kann, oh, ich sollte auch mal. Ich höre gar nichts. Ja, könnte daran liegen, dass ich meinen Laptop gerade hochgehoben habe und ihn in der Hand halte und mein Mikro direkt vorne an meinem Laptop ist und deswegen. Oh, hast du ein Laptop? Kauf dir ein Headset. Ich habe mir ein Headset gekauft und mein PC nimmt's nicht an. Dann kauf dir einen Rechner. Nein. Dann kauf dir einen Nyancat. Damit wären wir bei der nächsten Frage. Say what? Die letzte Frage von Technik war eben das mit dem Grafiktablett. Okay. Demnach werden wir jetzt bei der nächsten Kategorie von Sonstiges, Sinnloses und Animes und Mangas, die du ja damit reintun wolltest. Jo. Ne? Jo. Wie gesagt, die erste Frage wäre dann Nyan Cat. Ah, wartet, Leute. Schade, 200. Wenn da 201 stehen würde, hätte ich mich gefreut. Nein. Nee, Leute, nicht Nyan Cat. Keinesfalls Nyan Cat. Sondern... Jetzt kommt's. Ah ja, das ist auch voll... Nyan Cat. Ah, nein. Ja, das ist cool. Sag mir nicht, das ist die einstündige Version. Die haben sich Greif und ich mal reingezogen. 13 Stunden lang. Oh Gott. Und eigentlich will ich nichts mehr von Nyan Cat hören, aber irgendwie ist Nyan Cat cool und irgendwie ist Nyan Cat viel cooler. Nyan Cat! Thank you! Thank you! Weiter. Okay. Magst du Kuchen? The cake is a lie. Na gut, okay, die Aussage war Captain Obvious. Ja, ich mag Kuchen, aber nur mit Schoko! Schoko! Bitte hier Kanal von Apple World Pictures einfügen. Ja. Tschö. Jojo, weiter. Magst du Tiger? Weißt du was? Du wolltest ja sinnlose Fragen. Ja, weiß ich.
Jetzt hast du so sinnlose Fragen. Warte. Ich hoffe, sie hat den wieder hochgeladen. Ja. Nope, sie hat's nicht hochgeladen. Schade, ich wollte jetzt eigentlich Midis Video von dem Ich mag Züge. Ja, das wird ja. Ist ja so geil gekommen, aber nein. Auf jeden Fall, Leute, ich mag Züge. Yukari-sama, I'm the strongest. Yay. No, you're not. The train is the strongest. I'm the strongest! Okay, weiter geht's. Was hältst du von Fragen? Wenn sie sinnlos sind, sind sie lustig. Wenn sie nicht sinnlos sind, dann sind sie edukativ. Und wenn sie einfach nur scheiße sind, wie zum Beispiel Fragen von wegen was steht in der Beschreibung? Ich kann nicht lesen. Oder Fragen wie, was ist eine Frage? Dann würde ich am liebsten oder, das hier tun. Fragen. Dann tue ich am liebsten das hier. Gomenasai. Ah, Kopf auf Tastatur geknallt. Lol. Okay. Das ist eine lange Frage. Warum sind Flusen in Flusensieben von Trocknern immer lila, egal was für eine Farbe die Wäsche hatte? Ja, hallo Zwangsjackendienst. Es ist mal wieder soweit. Ja. Wir brauchen, ja. Ich will nicht in der Zwangsjacke gesteckt werden. Ja, Gummizelle am besten auch noch gleich. Okay, tschüss. Okay, Flusen immer in Flusen lila, auch wenn sie in die Wäsche gesteckt werden. Nein. Warum sind Flusen in Flusensieben von Trocknern? Kennst du diese Teile, diese Flusensiebe? Ich habe keinen Trockner. Oh no. Die sind immer lila. Egal, was für eine Farbe die Wäsche hat, die man eben. Ja, dann sitzen halt in deinem Trockner 20 lila Schlümpfe drin, so. Ja, natürlich. Ja, mach weiter, bitte. Die, ja, okay. Die Frage war weird. Ja, ich weiß. Was ist dein Lieblingsanime? Fuck off? Was ist mein Lieblingsanime? Ich wollte jetzt spontan sagen Soul Eater, weil da einfach so viel Witz und Kram drin ist. Joa, Soul Eater, danach Code Geass. Und dann, noch gern geguckt. Ja, halt die beiden. Und dann Bakato Test. Aber ich habe noch keinen von diesen Animes fertig geguckt. Ah oh, ja. Ich guck auch kaum Animes zu Ende. Okay. Guckst du mehr Animes oder liest du eher Mangas? Ich bin ganz seltsam in sowas. Ich mache beides. Ich mach's meistens so. Ich habe hier zwei Bildschirme, beziehungsweise drei. Hau mir auf einen den Anime, auf den anderen Manga und vergleiche. Das mache ich nie. Ah, this is bad. Ja, dazu muss ich aufstehen. Und ich bin ein Gamer und bin zu faul aufzustehen. Du bist eine Gamer. Weil mein Zimmer hat... Du kannst kein Gamer sein. Du bist ein Mädchen. Ich könnte RTL gerade in die Luft jagen. Jetzt bist du ein Amokläufer. Da, ja. Spiele verleiten dazu, Amokläufer zu Oh mein Gott, Miyako wird ein Amokläufer und sie verbreitet mehr Panik wie Robert Steinhäuser. Okay. Was? Du hast gerade angehört wie ein Creeper mit Durchfall. Weiter. Okay. Wie viele Mangas hast du? 23. Ich hab mehr. Dann sei! Ich hab 53. Dann sei! Ich hatte mal mehr. Mir hat jemand zwei Mangas geklaut und ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Das ist voll dumm.
Ich hab mal welche aus der Stadtbücherei geklaut. Lololol. Also ich habe aus der Stadtbücherei welche geliehen und nie wieder zurückgebracht. Weil wir umgezogen sind, lololo. Hallo. Nächste Frage. Okay. Wie bist du auf Toro gekommen? Dann fragen wir doch mal Google. Okay. Warum magst du Yomo so sehr? Warte, fragen wir doch mal Google. So. Okay, fragen wir Google. Hexe mit schwarzem Hut und Master Spark. So, draufgeklickt. Bla. Nein, nicht so. Einmal zurück. So, dann Toho allgemein. Dann fand ich diesen Begriff Toho. Gut, okay, hier war eigentlich mal eine andere Seite. Warum ist da bitte schön was von... Ah, das ist eine Signatur von Soul Eater. Auf jeden Fall, ich war in diesem Toho-Forum. Moment mal, es gibt da noch ein Toho-Forum. Ah, schließt sich mit diesem Toho... Lol. Gut, okay. Also, ich hab hier eine andere Seite gefunden, nämlich einfach nur... Nee, Quatsch, Bilder bin ich gegangen. Und dann habe ich Marissa gefunden als erstes Bild. Hier ist es irgendwie nicht mehr so. Lololololol. Und dann stand da Marissa. Dann habe ich einfach mal Marissa eingegeben. Ah, cool, toll. Marissa Kirisame stand da nämlich unten. Und dann fand ich die hier. Und dann habe ich mal das bei Google bzw. bei YouTube eingegeben. Nein. Nicht so. Und jetzt ist bei dir jemand im Hintergrund. Dann habe ich hier einfach mal Marissa Kirisame eingegeben. Und dann habe ich hier mal ein bisschen durchgescrollt. Und dann ein Video zu Bad Apple gefunden. Und durch Bad Apple bin ich auf Toro gekommen. Das war das erste Lied, welches ich gefunden habe. Und das war cool. Ja, Bad Apple ist cool. Und man merkt gerade, dass ich voll gefailt habe, weil... Nun ja, vor 4 Jahren war es halt noch ganz anders mit dem Internet. Da gab es noch andere Sachen zu finden. Lololololol. Nächste Frage. Okay. Warum magst du Yomo so sehr? Warum mag ich Yomo so sehr? Ich habe zuerst den Tor Ausschau gehalten nach Charakter mit Schwert. Da war für mich Kongala, Momiji und Yomo. Yomo hat mir einfach gefallen, weil sie hat Katana. Katana ist meine Lieblingswaffe. Dann, sie hat kurze Haare. Sie hat genau denselben Haarschnitt, also Haarlänge, wie ich zu der Zeit, als ich Toro gefunden habe. Sie hatte grüne Augen. Grüne Augen sind so toll. Und sie hatte eine Seele um sich rumfliegen. Und so eine Seele um sich rumfliegen zu haben, das hat von Stil gezeugt. Da habe ich mich mal näher mit ihr beschäftigt. Ihren coolen Team, 50% Alive and Dead, gefunden. Und ja, dann ihr Spiel. Und ich bin heute noch nicht an Yomo auf Hard oder Lunatic vorbeigekommen. An meinem Lieblingscharakter fehle ich. Das ist doch voll die Ironie. Auf jeden Fall, ich mag Yomo, weil sie einfach toll ist und ein Katana hat und alles Badass weghaut. Yay. Weiter. Okay. Wie lange zeichnest du schon im Manga Anime-Stil und wieso bist du so gut darin? Ich zeichne seit ich 8 bin in diesem Stil und gut darin würde ich nicht sagen, ich bin Mittelmaß. Also willst du, wenn ich auf das gucke, was war bei Danboro so ist, dann bin ich Mittelmaß. Okay. Übrigens ist das Bild auch bei Danboro irgendwo auf den ersten Seiten bei Momiji und Dings hochgeladen. Lololol. Einfach weil ich cool bin. Ja. Yay! Dann sei. Und so. Okay. Magst du Vocaloid? Warum öffnet sich mein Firefox wieder? Dankeschön. Mag ich Vocaloid? Hatsune Miku! Miku Dance. Also, Hatsune Miku finde ich richtig cool. Dann Megurine Luka ist von Vocaloid auch noch Hammer. Und MacPoint Gumi. Ich finde MacPoint Gumi und... Also Gumi und...
hier Hatsune Miku machen Vocaloid komplett aus. Die anderen Charaktere sind eigentlich nur unwichtiger Nebencharakter Nummer 1, 2, 3 und 5. Yes. Nämlich Rin Kagamine, Len Kagamine und diese komischen männlichen Hauptcharaktere, die total fail sind. Kaito, Kaito und Gakpo. Jo. Und Len Kagamine halt. Jo. Ne? Jo. Ich kenne mich mit Vocaloid auch nicht so stark aus. Aber Lili, ich mag Lili. Und das ist sie mal kein Störcharakter. Lili, Burning Night. Burning Night. Oh Gott, das war so schief. Oh ja. Lili, Burning Night. Okay. Wer ist dein Lieblings-Anime-Manga-Charakter? Hä? Mein... Yomu? Nein. Abgesehen. Ach so, Also Anime oder Manga. Anime- und Manga-Charakter. Da würde ich echt mal zu... Erstmal zu Lelouch tendieren. Aus Code Geass. Und dann... zu Soul, weil Soul cool ist. Ich habe bis jetzt zwar nur 13 Folgen von Soul Eater geguckt, aber ich kann schon sagen, dass das ein richtig cooler Charakter ist, meiner Meinung nach. Aber der beste Charakter in Soul Eater, um das jetzt ein bisschen zu spezialisieren, finde ich, ist Mifune, weil der aussieht wie eine männliche Yomu. Also der hat Katana, lange weiße Haare und grüne Klamotten. Okay. Das... Und immer Rauch um sich, also keine Seele, aber immer so weißen Rauch. Und das sieht total geil aus. Das ist Orchem. Okay. Wer ist dein Lieblingscharakter aus Silent Hill? Ich hab Silent Hill nie gespielt. Nur Silent Hill 4 bei einem Kumpel ab der Stelle vor dem Pyramid Head. Und da habe ich mir schon gedacht, never! Das fasse ich nie wieder an. War das überhaupt 4 mit diesem Pyramidenkopf? Ich weiß es nicht, ich hab's nie gespielt. Bin gerade verwirrt. Weiter. Okay. Warum magst du Bäume? Weil Bäume überall wachsen können, wenn du irgendwo einen Dreckblock platzierst. Yeah. Also. Leute, wirklich, wenn ihr auf meinem Minecraft-Server seid, beziehungsweise da, wo ich spiele, und ihr einen Baum seht, der in einem Baum gewachsen ist, oder auf einem Baum gewachsen ist, und auf einem Baum gewachsen ist, und oben drauf TNT steht, und auf diesem TNT nochmal ein Baum gewachsen ist, dann wisst ihr, ihr habt mein Haus gefunden. Oh yeah. Weiter. Hast du Apple War Pictures auf dem Japan-Tag getroffen? Ja, hab ich! Ja. Und ich habe einen epischen Button des Todes, Und du hattest ein Poster. Ja. Oh, und ich hatte. Sorry. Okay, ich sag's einfach. Ich hatte ein Poster und die lustige Bahngesellschaft meinte mal einfach nein. Die meinte einfach zu mir, wir halten nur kurz und witzig, sie haben 30 Sekunden, um auszusteigen. Ich steig aus und merk, Scheiße, ich hab das Poster vergessen. Mhm. Und ja, fail halt. Aber wenigstens habe ich den Button und ein Autogramm. Yay. Dann hat mir nämlich. Ich habe mir nämlich noch auf den epischen Arm gemalt. Epischer Arm des Epischen. Yay! Okay. Noch eine sinnlose Frage. Yay. Hast du schon mal einen Frosch geküsst? Kero. Kabo. Okay. Wieso ist die Banane krumm? Klebeband? Ja, keine Ahnung. Seit hat man vielleicht Klebeband um die Banane gebunden und dann zu fest gezogen? Nein, wenn man es ganz genau nimmt, weil die Banane Richtung Sonne wächst, allerdings die Staude verkehrt drum hängt. Dank. Ich habe einmal im Biounterricht aufgepasst, ja. Seit wann liest du Mangas bzw. schaust Animes? Wieso wiederholt sich das? Seit wann schaue ich das? Mein erster Anime, sage ich jetzt einfach mal Pokémon, war die erste Folge, die in Deutschland rauskam. Und mein erster Kontakt mit einem Manga war der erste Dragon Ball Dragon Ball der normale Dragon Ball Manga.
Und das erste Mal, dass ich zu einem etwas moderneren Anime kam, also hier Code Geass Soul Eater oder so, das war noch dieses Jahr. Ja, vorher habe ich nur diese 0815 Naruto Scheiße gekannt. Bäh, Naruto. Ich mag Naruto nicht. Magst du Pandas? Der sexuelle Belästigungspanda? Nein! Okay. Ramon ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte, sprechen Sie Ihre Fragen nach dem Signalton. Piep. Piep. Okay. Warum baust du Bäume auf TNT? Ich baue Bäume auf TNT, weil ich es kann. Because you can. Und Ramon ist wieder da. Yay. Er hat Pedobär im Schrank eingesperrt. Oh mein Gott. Okay. Yay, noch ein paar Fragen von Trishi. Okay. Warum heißt Dusch das nicht Dusch dich? Warum heißt Dusch das nicht Dusch dich? Keine Ahnung, vielleicht kann dieses Dusch dich als provokante Befehlsform rüberkommen, dass du das kaufen sollst, damit du dich endlich mal duschst, du scheiß Gamer. Ja. Ich glaube, Trish, jetzt musstest du entweder lachen oder schmunzeln. Oder einfach nur die Stirn runzeln und sagen... Kopfschütteln. Ja. Okay, was passiert, wenn man sich zweimal halb tot lacht? Du siehst aus wie ich. Nein, wenn man sich zweimal halb tot lacht, dann ist man Halbgeist. Jomo! Hey! Wie kommen die betreten verboten Schilder in die Mitte des Rasens? Wie kommen die betreten verboten Schilder in die Mitte des Rasens? Also. Das fängt erstmal mit den Bienchen und den... Nein. Also, die kommen in die Mitte des Rasens, weil... Nun ja, man engagiert dann so Olympia-Speerwerfer. Die nehmen dann die Schilder, also jeweils die Schildpfosten, schmeißen die dann wie ein Speer genau in die Mitte des Rasens. Da fehlt natürlich dann die Aufschrift. Dafür kommen dann die weltbesten Frisbee-Werfer. Und da ist dann ein Nagel drin und werfen das dann so, dass das perfekt da hängen bleibt. Und da ist dann das Schild, ohne dass jemand den Rasen betreten hat. Oder die Leute dachten sich einfach, screw the rules, I'm putting my fucking sign here. Yeah. Scheiße. Fußabdruck hinterlassen. Schrecklich. Muss ich gleich rasen. Okay. Wenn ein Schizophrener mit Selbstmord droht, ist das dann eine Geiselnahme? Trish. Diese Frage ist... Der Hammer! Wer kommt auf sowas? Großes Lob an dich, Trish, für diese Frage. Greif hat sich darüber übrigens schon den Arsch abgelacht. Aber ist das dann wirklich eine Geiselnahme? Ich glaube schon. Und da könnte ich ein weiteres Beispiel nennen. Wenn jemand denkt, er sei eine ganze religiöse Gemeinschaft und sich dann umbringt. Wer ist er dann? Schreibt's mal in die Kommentare. Wenn jemand denkt, er sei eine ganze religiöse Gemeinschaft, also hier so eine ganze Religion, und sich dann umbringt, was hat er dann seiner Meinung nach getan? Oder wer war er seiner Meinung nach? Schreibt's in die Kommentare. Nächste Frage. Okay. Sind Uhren nicht irgendwann beleidigt, wenn man sie aufzieht?
Uhren beleidigt, wenn man sie aufzieht. Hey Uhr, Moment mal. So, mal sehen, wie lange es dauert, bis meine Uhr beleidigt ist, bis ich sie fertig aufgezogen habe. Ha, voll die Opferuhr. Geh sterben, lol, lol, lol. Ey, mach so scheiß Videos auf YouTube. Daumen runter. Jetzt ist sie beleidigt. Nein, jetzt zieh ich sie auf. Zieh, zieh, zieh. 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 Meine Mutter ist wieder zu Hause. Oh mein Gott, die Uhr wird aggressiv und... Daum, 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 daum. Ja, ich glaube, die Uhr ist beleidigt, deshalb hänge ich sie mal wieder lieber aua, zurück an den Platz. Ich glaube, ich bin der erste Let's Player, der in seinem FAQ-Video von der Heizung gefallen ist. Ich habe es mal geschafft, von meinem Schreibtisch was drunter zu fallen. Aber nur fast. Da war dann so ein schöner Stuhl, der hat einen aufgefangen und ist weggerollt. Okay, nächste Frage. Ist ein Wintereinbruch strafbar? Ach ja, wenn ich im Winterladen einbreche und Spekulatius klaue, glaube ich schon. Aber der Wintereinbruch, ist der strafbar? Ja, man kann Menschen mit der Kälte töten. Aber das war dann natürlich die Natur und kein solider Mensch. Die Natur kann man ja nicht in den Knast stecken, aber... man sollte mal ein Gesetz dafür erlassen. Ich schreibe jetzt extra eine Petition. Moment. So, Google... Reichen Sie hier direkt und unkompliziert Ihre Petition ein. Neue Petition einreichen. Einzelpetition. Visuelle Verifizierung. PVTXP. Jo. PVTXP. Muss ich irgendwie weiter runter scrollen können oder so. Ich möchte bitte weiter drücken. So. Anrede. Frau. Baum. Fels. Akademischen Titel. Sparta! Organisation. Google. Straße und Hausnummer. Baumstraße 42. Postleitzahl 42, 42, 42. Bitte geben Sie Ihren Wohnort ein. Ja gut, okay, ich mach's mal so. 5, 4, 5, 1, 6. Wittlich muss ich ja Land, Deutschland. Yay. Bitte wählen Sie Ihr Bundesland aus. Rheinland-Pfalz. Telefonnummer, nope. Hallo, ich möchte weiter. Ah, ja gut, Herr. Meine Güte. Wie geht man hier weiter? Da. Weiter, Daten des Vertretenen. Keine Ahnung. Puh. Name, lol. Vorname, 781, nein. Vorname, Hitman, Organisation 13, Titel, Baummann, Straße und Hausen. Förster. Hä? Förster. Steinweg 1, Postleitzahl 54516. Wittlich. Bitte geben Sie das Land an, Deutschland.
Wir schaffen es wirklich noch auf 3 Stunden, weißt du? Oh, weiß ich. Beschwerde über Wintereinbruch. Strafbar machen. Oh, lololol. Ziellehrer, bitte yeah. Beschwerde. YouTube, nein. Ziel ihrer bitte Beschwerde. Ololol. Beschwerde gegen. Ololol. Änderung eines Gesetzes, Vorschrift. Winter Einbruch gleich lebenslänglich. Begründung. 42. Rechtsbehelfe. Oma. Daten prüfen, bla bla. So. E-Mail, baum@web.de. baum@web.de. Und Leute, da haben wir eine Petition eingesendet. Yay! Meine Güte, das machte keinen Sinn. Nein. Kein Nächste Frage. Warum hat Tarzan keinen Bart? Ja, weil die konnten keinen richtigen Schauspieler finden mit einem Bart. Ist ja doof. Okay, eine einzige Frage von Lars. Ist es? Hä? Ist es? Ja, ich esse! Om nom 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 nom. Nein, nicht mit Doppel-S, mit einem. Sein es, okay. Ist es Eistee? Ja. Nom nom nom. Nein, gluck gluck gluck. Nein, 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 nein. Lupe. Probier jetzt mal was. Spuck nicht den Eistee. Eistee aus. Trinken und neben gleich Nyan Cat singen. Das Yay. Kann nur mir einfallen. Nächste Frage. Okay, eine Frage von unserer lieben Miss Hexe. Schon wieder. Yay. Wo bist du wirklich hin, Gensyoko? Gensokyo! Ja, ich bin der zweite, nee, der vierte Typ in einem Dorf voller Lesben. Geil, oder? Wer will mit mir tauschen? Schreibt in die Comments. Jetzt habe ich mein Wasser ausgespuckt. Du sollst tauschen, oder? Yay! Lerne ich von Remo. Ah, die will doch eh nur wieder Donations. Mhm. Ich gehe nach Hagokyokoro. Weil toll. Okay, weiter geht's. Wohnst du im Wald? Nope, ich wohne am Fuße eines Berges. Des Fallerberges. Aha. Obst oder Gemüse? Steak! Gesteak! Nein. Gesteak! Nein. Sonst kriegen wir hier noch Copyright-Anschläge. Nein, nicht von. Nein, kriegen wir nicht. Nein, nein, tun wir nicht. Naja, okay. Okay. Zeichnest du gerne? Captain Obvious. Yes. Okay, und nochmal einige Fragen von einer guten Freundin. Cola versus Fanta. Cola! Yay. Und Fanta! Mezzo Mix! Woohoo! Okay, was für ein Genre bevorzugst du bei Animes und Mangas? Edgy. Edgy, edgy, edgy. Edgy und ein bisschen Splatter. Splatter ist toll. Du like. Splatter sagt mir gar nichts. Elfenlied. Oh, Elfenlied. Okay. Wer ist dein Lieblingszeichner? Mein Lieblingszeichner? Vor allem nicht Zoon! So, mein Nein. Lieblingszeichner. Hab ich da sogar... Ich mag die Zeichnung von Gosho Aoyama, also von dem, der die Detective Conan Mangas gezeichnet hat. Hm. Von dem ich nämlich übrigens jeden besitze. Besaß. Besaß. Warum nicht mehr? Den Karton haben wir in der alten Wohnung stehen lassen. Super. Was meinst du, warum ich nur noch 23 habe? Ich hatte 83.
Yay. Oh mein Gott. Mehr als du. Okay. Jo. Aber nicht mehr als Chan. Chan hat 464. Nein. 484, so waren's. Ja, es war nämlich was mit einer 8 drin, das weiß ich noch. Okay, Zeichenstil oder Story? Was ist wichtiger? Story. Story, super. Was bringt mir denn... Ich argumentiere jetzt mal gerade mit einem Hentai. Lololol. Der Hentai hatte den Namen Rape, Rape, Rape. Und worum ging's? Rape, Rape, Rape. Er war saugeil gezeichnet, aber die Story war zum Kotzen. Vor allem, warum braucht ein Hentai eine Story? Dummes Beispiel, Ramon! Nein, wen? Ja, lassen wir das. Naja, Love Trouble hat auch eine Story. Love Trouble. Ja, oder Angel Blade, naja. Okay, nächste Frage. Oh mein Gott, sie hat wirklich nur sinnlos Fragen gestellt. Professor Layton versus Ace Attorney. Objection! Verstanden? Ja. Ich mag beides. Layton habe ich gerne gespielt, bis auf die verlorene Zukunft, die war schwer. Die habe ich dreimal schon durchgespielt. Nee, sowas. Yeah. Hello Kitty, was ist Snoopy? Peanut? Okay. Rock oder Heavy Metal? Da fragen wir wieder YouTube. Oh Gott. Moment, es heißt Foreground Eclipse. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr auf Heavy Metal steht. Yay! Ich mag Heavy Metal. Heavy Metal? Der Typ, den versteht man zwar nicht gut, aber jetzt kommt was Geiles. Und ich glaube, das lassen wir einfach jetzt mal durchlaufen. Lest einfach mal die Lyrics durch, ist lustig. Und die Bilder von Flandre sind auch episch. Flandre ist episch. Everybody dance it all away. Wollen wir dann weitermachen? Nein, ich höre das jetzt durch. Das sind nur noch eine Minute. Okay. Das Bild habe ich jetzt erst im Hintergrund mal gehabt. Das ist einfach nur toll, dieses Ding hier. Das überspringe ich jetzt noch. Yeah.
das war's mit dem Lied. Weiter geht's. Yay. Okay. Hier. Was hältst du von Premium-Membern? Was? Premium-Membern. Bei was? Zum Beispiel auf DeviantArt. Ich bin ein Premium-Member, weil mir das jemand geschenkt hat für meine gute Arbeit. So, mir hat jemand einfach mal so einen Premium-Account geschenkt bei DeviantArt. Ja, was soll ich von mir halten? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Premium-Member sind eigentlich ganz cool. Wobei, das ganze Premium-Zeug da irgendwie doch ein bisschen die Leute in den Sachen in mehrere Schubladen steckt. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Vor allem bei, zum Beispiel bei Team Fortress, da gibt's ja jetzt die Free-to-Player und die Premium-User. Mhm. Und die Premium-User, die kriegen halt Sachen im Shop billiger oder sowas, keine Ahnung. Und die halt die nicht Premium geused haben, nicht. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil man steckt einen dann so in die Schubladen und das kostet ein bisschen an. Aber Wayne. Next question. Next question. Komm, 3 Stunden schaffen wir nicht mehr. Nein, nicht bei den wenigen Fragen, die ich noch habe. Welche Tablet-Firma bevorzugst Bamboo, du? Bamboo. Bamboo? Ganz normalen, geilen yeah. Bamboo-Dinger. Die sind richtig gut. Mein altes war auch ein Bamboo-Wacom, aber das war nur ein Pen. Oh. Ich benutze die Touch-Funktion bei meinem gar nicht. Zum OSO-Spielen ist die wirklich verdammt gut. Spin machst du, indem du einfach die, mit der Fingerspitze drehst und nicht mit der Fingerkuppe. Kann Solltest sein. Solltest du mal probieren. Also schalt mal die Touch-Funktion an, spiel mal Osu so. Okay. Aber meins ist schon total zerkratzt von vielen Osu-Spielen. Totally Wayne. Okay. Magst du die DA-Muru-Funktion? Nochmal. Magst du die DeviantArt Muro-Funktion? Die DeviantArt was? Die Muro! Muro. Das, wenn man diese Zeichnungen zu einem Text dazu tun kann. Ach so, ja, das habe ich eben noch gemacht mit der Zeichnung, die da halt da ist. Ja, lame. Okay. Am Moment, diese Funktion, also so ein Text schreiben auf die, auf zum Beispiel die Seite und dann so ein kleines Bild dazu zeichnen. Ziemlich ja. episch. Ja, das meinte ich auch. Ich dachte eigentlich jetzt hier, da gibt es ja so eine Funktion, dass du noch so ein kleines Bild zu deinem Bild dazu malen kannst. Also nicht zum Beispiel Impression oder sowas. Keine Ahnung. Nein, ich meinte das, wenn du zu einem Text das dazu Okay, machst. Ist cool. Mhm. Weiter? Okay. Ab wann watchst du jemanden? Wenn er gute Sachen hochlädt. Gute Toho-Sachen am besten. Okay. Kannst du Karten legen? 52 heb auf. Nein, ich kann keine Karten legen und ich glaube nicht an so einen Scheiß und mein Gamepad fällt runter. Okay, noch 4 Fragen. Wow, 4 sinnlos Fragen. Und ich weiß auf eine sogar die Antwort. Okay. Seto Kaiba gegen Yugi Muto. Muto. Jetzt fragen die mich nach Yu-Gi-Oh! Sachen. Kaiba hat ein besseres Deck, Yugi hat einfach mehr Glück und ist halt dieser der Hauptcharakter. Kaiba hat aber ein besseres Deck. Das kann man viel besser nutzen, als er es tut. Ja. Aber nun ja, okay. Der Hauptcharakter muss ja gewinnen. Jo. Ja, irgendwie Wobei, schon, am Ende, ne? Das hat mir richtig gefallen, der Kampf. Hauptcharakter gegen Hauptcharakter. So Yugi gegen Yami Yugi. Nein, gerade cool. Keine Zeit. Pause. Alter, meine Schwester kommt rein und fragt, wie man Hatate schreibt. PDF. Mit 2 T im gesamten ja. Wort. Okay. Hatate. Weiter. Okay. Digimon oder Pokémon, was ist besser? Digimon war way better. Also, jedenfalls bis auf die Tamers-Sache. Die Tamers-Sache hat mir gar nicht gefallen. Von dem mochte ich nur das Opening. Ich bin nur ein großer Troll. Lass mir das.
Okay. Bist du Naruto oder Bleach Fan? Bleach. Okay, eine allerletzte Frage. Was ist deine Lieblingszahl? 42! Nein! 44. Okay. Siehst du? 42 was way too obvious. Ja. Bei mir ist es 44, weil es war die erste Zahl, die ich gelernt habe. Why that? Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir in Haus Nummer 44 gewohnt hatten. Das könnte gut, sein. Gut, okay. Aber Leute, mit 2 Stunden und 48 Minuten, weil ich jetzt einfach wahrscheinlich noch 3 Stunden irgendwelchen 3 Minuten noch irgendwelchen Bullshit labern werde, über wie dankbar ich bin und so ein Scheiß. Auf jeden Fall, so, danke fürs Abonnieren, Leute. 200 Abos, 200 Fragen. Und können wir daraus 200 Minuten machen? Nein, können wir nicht. Das wären 3 Stunden und 20 Minuten. Nein, können wir nicht. Aber es können sich ein paar Leute, die gerade absolut nichts zu tun haben und Langeweile haben, mal versuchen nachzuzählen, ob es wirklich 200 Fragen waren. Weil ich glaube, ich habe... Es waren und ihr könnt mal einen Young-Cat-Counter anlegen unter unten, okay? Ja, wie oft haben wir Young gesagt? So, das war, glaube ich, recht schwer rauszufinden. So, bis die... Also, eine ganze Minute jetzt machen wir noch Young-Cat. Nyan. Nein, kratz. Okay, genug Bullshit genannt. Das muss jetzt noch sein. Das war jetzt immerhin eine halbe Minute. Ich frage mich, ob sich jemand die Mühe macht, wirklich knappe 3 Stunden lang zu zählen, wie oft wir Nian gesagt haben. Nian. Vielleicht gewinnt derjenige, der die richtige Zahl Nians errät, was. Yay. Dann müssen wir aber auch nachzählen. Nein. Nein. Wir nehmen einfach eine Zahl, die nah an 500 liegt und ja. Ja, gut, okay. So, Leute, letzte Minute. Ich wollte mich bedanken für 200 Abonnenten. Ich mache weiter, hoffe, es geht weiter so geil ab und wir haben im nächsten Monat schon 300 da stehen und dann irgendwann 10.000 und dann werde ich geldgeil und werde Herr Tutorial 3. Wer diesen Sarkasmus weißt, nicht... Es gibt einen zweiten Herrn Tutorial? Ja, sein zweiter Kanal. Oh mein Gott. Tutorial ist Charity oder so heißt der. Da soll man für den spenden. Ich hab keine da soll man Ahnung. Für den spenden, damit er mehr Hagel kriegt. Na gut, Leute, das war's. Bis dann, Leute. Katekyomaru, peace out. Bis dann. Ja. Und ich und Miyako verabschieden uns. Tschaußen. Nyan. Und 2:48.